So, liebe Freunde, willkommen zurück bei mir auf dem Kanal zu Folge 2 unserer ersten F1 Manager 22 Karriere mit Alfa Romeo. Und wir gehen mal rein in den noch relativ schnellen Aal. In der letzten Folge, Freunde. Gestern, Spiel Release, haben wir es geschafft, Bahrain fertig zu bekommen, beziehungsweise sind wir die Strecke gefahren. Und das nächste Rennen steht bereits an, in 4 Tagen in Jeddah. Ja, was soll ich sagen? Es war ein schönes erstes Rennen. Valtteri Bottas hat auf Platz 4 beendet und Zhou auf Platz 10. Ja, somit steht Alpha jetzt ranggleich mit Mercedes tatsächlich auf bei der Konstrukteursmeisterschaft. Und Valtteri Bottas ist auf Platz 4 zurzeit mit 13 Pünktchen, denn er hat die schnellste Runde auch gefahren. So, ich trinke meinen ersten Kaffee gerade. Ich bin quasi aus dem Bett gerollt, aus der Nachtschicht und sofort in die Box. Quasi. Ach ja. So, wir gucken uns mal ganz kurz an, was unsere E-Mails besagen. Bahrain Grand Prix Nachbesprechung nach dem Rennen. Guten Morgen, Sharky. Ich habe unsere Rennstreckendaten anhand Bahrain Grand Prix aktualisiert. Wir sind also strategisch auf dem Laufenden. Außerdem zeigt unsere Telemetrie, dass wir im Bereich Geschwindigkeit, schnelle Kurven, schmutzige Luft bei Auto 1 noch Luft nach oben gegenüber den anderen Teams haben. Ach, ehrlich. Wirklich. Wieso fällt denn für dieses Attribut neue Autoteile entwerfen? Ja, okay. Uns ist aufgefallen, dass Valtteri Bottas im Bereich Abwehr noch Raum für Verbesserung hat. Vielleicht sollten wir die Entwicklung in der Richtung vorantreiben. Boah, ich finde eigentlich, Bottas hat sich relativ gut abgewehrt. Aber gut, ist okay. Ist in Ordnung, ist ja kein Problem. Ich muss mal ganz kurz gucken, wartet mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz gucken. Um jetzt ein Projekt zu beginnen. Ich geh mir nicht auf den Sack, Aubrey. Aubrey, geh mir nicht auf den Sack. Wir brauchen Auto 2. Ich will mir das Auto 2 mal angucken. Hier, warte mal kurz. Genau, denn Auto 2 fährt mit T1 Chassis. Das ist Cheng. Auto 1 fährt auch mit T1 Chassis. Aufhängung S2. Warte mal kurz. Ich weiß nicht, ob wir... S1, genau. Aufhängung S2, Aufhängung S1. Genau. So war das. Aber ist es dasselbe oder ist es die andere, Bezeichnung? Also S2 ist ein bisschen besser. Slightly better than S1. Okay, jetzt verstehe ich es. Ja, okay. Ich verstehe es. Wir sollten vielleicht noch mal lass uns mal ganz kurz gucken. Moment. Motoren können wir nicht forschen, ne? Was ist denn hier für? Okay. Wir müssen es ein bisschen durchackern hier. Also der Motor, natürlich der E1 Motor ist schon ein bisschen abgenutzt. Es ist ja, von Rennen zu Rennen wird es mal weniger mit der Haltbarkeit des Motors. Die Frage ist, wie kriegen wir denn neue Motoren? Zustand 90%. Ja, ich weiß, aber...
Lager. Wir haben 4 Chassis noch auf Lager. Wir haben 6 Frontflügel. 6 Heckflügel. 4 Seitenkästen. Unterböden haben wir 4. Auf jeden 2 quasi. Und Aufhängung haben wir noch ein bisschen was auf. Aber noch ein bisschen was. Wir haben noch 3 von der guten. Und 4 von der schlechteren. Wir könnten. Es gibt 3 verschiedene. Gehen wir nicht auf den Sack. Anfertigungen. Und zwar eine Aufhebung noch tatsächlich. Menge 2. Wir müssen das Budget beachten, ne? Also verbleibendes Kostenlimit müssen wir auf jeden Fall beachten, Freunde. Dass wir damit auch über die Saison hinkommen. Ich will noch eine bauen. Eine werde ich noch bauen. So, fortfahren. So, Projekte. Bei dem Unterboden Projekt bearbeiten. Bei dem Unterboden werden wir noch die Ingenieure aufstocken. Auf 6. 6 Ingenieure und dort. Achso, das dauert einfach. Okay. Ich dachte, da können wir auch irgendwie Ingenieure dran pappen. 5 Tage, dann haben wir die neue Aufhängung noch mit drauf und dann ist es auch in Ordnung. Entschuldigung. Forschung. Wir haben keine Forschungsprojekte. Aber wir können auch nicht forschen. Stimmt, das war's, ne? Das war das. Stimmt. Forschung geht noch nicht. Da müssen wir erstmal die. Ab 18. April geht das Forschung. Okay. Gut. So, weitere E-Mails. Patrick Seppert. Der Vorstand hat sich das Rennen am Bahrain das Wochenende angeschaut und wir wollten dir dazu gratulieren, dass du unsere Erwartungen bei weitem übertroffen hast. Es war ein fantastisches Rennen und ein veritables Gütesiegel für dich als Teamchef, Teamchefin. Unser Vertrauen in dich als Führungskraft ist ziemlich gestiegen. Danke, Patrick. Vielen Dank. Ich hoffe, das bleibt auch so. So, Übersicht nach dem Rennen. Alle reden momentan von Alfa Romeo. Das Team, die Erwartungen aller übertrifft. Ja. Wir finden noch so ein bisschen Presse tatsächlich. Ist mir gestern schon aufgefallen. Es gibt nicht so die Pressemeldungen, dies, das, bla bla. Nicht wahr? Was ein potenzieller Durchschnitt. Ah, ja. So. Na, Ciao ist halt nicht so schlecht. Aber. Schaut eine Vertragsdauer. Okay. Outing für Satz. Scouting für Ersatz. Fernando Alonso. Ist schon 40, Alter? Wow. Okay. Ich meine, ich wusste, dass Alonso alt ist, aber 40? War mir jetzt nicht zu. Aber jetzt nicht so, ne? Lass uns mal nach der Gesamtbewertung hier sortieren. Also Verstappen brauchen wir uns keine Gedanken drüber zu machen, der kommt bestimmt nicht zu uns. Ja, was eventuell eine Möglichkeit wäre Ricardo. Für die nächste Saison schon mal ein bisschen vorplanen. Ricardo wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Mal gucken, wie sich der bei Ricardo entwickelt. Höheres Alter.
Mal schauen, wie die Saison verläuft bei Ricardo halt, ne? Aber wäre auf jeden Fall schon. War ruhig detailliertes Scouting. Ruhig detailliertes Scouting. Und wo ist unser Mick? Da ist der Mick Schumacher. Ist von der Wertung her ein bisschen schlechter wie Ciao, aber Vertragsverhandlung nicht interessiert. What? What? Nö, den Nico. Nico Hülkenberg. Hm. Ja. Vertragsverhandlung nicht, ja, noch nicht interessiert. Noch nicht interessiert. Aber Hülkenberg wäre vielleicht interessiert tatsächlich. Denn naja, ist noch frisch, ne? Ist noch frisch. Der Markt ist noch nicht offen, alles gut, wir wollen nichts, aber vielleicht. Guten Tag, Schnecke. Oder eine Schnecke, guten Tag. Bei Personal wollte ich gucken, bei der Boxencrew nämlich. Trainingsfokus. Also wir können nicht, wir können hier nicht die Boxencrew einzeln einstellen. Das war auch eine Frage, die sich mir gestellt hat nach dem gestrigen ersten Stream. Okay. Ingenieurteam. Größe 10. Dat. Designzentrum. Zugewiesene Ingenieure. Okay. Also wir haben den technischen Leiter. Den sollten wir vielleicht mal in Zukunft ersetzen. Oder warten wir noch ein bisschen drauf? Haben die Fahrer eigentlich auch Entwicklungspunkte? Ja, haben sie tatsächlich. Also Fahrer gewinnen über die Zeit Erfahrung und Punkte. Ich bin ungewohnt, dass ich mit dem Bild bin. Ja, aber geht nicht anders. Geht nicht anders. Das geht nicht anders. Wie sieht es eigentlich mit deinem Vertrag aus? Ein Jahr noch, ne? Na, wir sollten eventuell dann. Er kriegt 18 Mille, Alter. Ja. Wir sollten nur eventuell verlängern. Ah, er kriegt 18 Mille, what the fuck. So, Einrichtung zur Autoentwicklung. Wir brauchen die Fabrik. Die Fabrik brauchen wir. Kosten 2,5 modernisieren. Maximalen Zustand brauchen wir nicht modernisieren. 7 Millionen Upgrade. Ja, bitte. Dauert eh ein bisschen. Also geht nicht von heute auf morgen. Und mal gucken, was der Vorstand von uns jetzt hält. Der Vorstandsvertrauen Mittel. Rennleistung erfreut. Naja. Mittel hört sich nicht so gut an. Langfristige Ziel. Okay, ja, das ist okay. Saisonziel, aktueller Fortschritt, Ziel erfüllt. Fünfter oder besser. Boah, das sieht doch ganz gut aus. Teamerwartung. Außenseiter. Ergebnisse bei den Fahrern. Tradition, was ist denn die Tradition? Die Gesamtgeschichte und Tradition eines Teams bietet einen Schub für seine Teamwertungspunkte. Runde Meisterschaften 2. Das ist doch schon Ewigkeiten her. Teilgenommen Saison 30. Okay. So, wir wurschteln sie uns ein bisschen durch die Menüs, aber eigentlich haben wir schon alles erledigt, ne? So, gucken wir uns mal kurz Jeddah an. Jeddah ist eine relativ Hochgeschwindigkeitsstrecke, also sehr viele schnelle Passagen. Abschnitte nach Geschwindigkeit, ja. Seht ihr rot, ne? Also rot langsame Abschnitte 3. Mittlere Abschnitte 4. Und ansonsten ist alles schnell oder sehr schnell.
So, erwartete Strategie. Mittel und hart. Das scheint hier zu funktionieren. Mittel und hart. Gut, für. Mal gucken, ne? Qualifying wahrscheinlich in Rot und dann das Rennen auf Mittel und hart fahren. Eine Zwei-Stopp. Ein-Stopp-Strategie. Entschuldigung. Ein-Stopp-Strategie. Okay. Also nicht sehr anspruchsvoll für die Reifen, die Strecke, so wie es scheint. Was tatsächlich ganz gut ist, weil. Gut, was ist ganz gut? Uns ist egal. Denn unser Alpha scheint die Reifen nicht so sehr zu fressen. Zumindest war es in Bahrain so. Ja, wie es in Jeddah ist, werden wir schauen. Werden wir schauen. Ne? Gut, wir haben alles. Geht's weiter? So, Rennvorschau Saudi-Arabien, danke. Rennvorbereitung. Schau dir Schreckeninfo an, haben wir schon gemacht. Autokonstruktion und die besten Teile verwenden. Vergewissere dich. Ja, haben wir das schon gemacht. Wir verwenden bei beiden Autos die besten Teile. Also ich wüsste jetzt nicht, dass wir da noch was haben. Das Getriebe ist schon ein bisschen gepögelt, ne? Aber ist okay. Ist okay. Haben wir beide nur das. Naja, okay. Mir fehlt so ein bisschen die Übersichtlichkeit bei den Autoteilen hier, tatsächlich. So, was hat man nicht, ne? Muss man immer hier drauf gehen, quasi, um zu gucken. Ne? Ich weiß, dass wir jetzt nur von allem nur ein Teil haben, außer von der Aufhängung Nummer 2. Und die S2-Aufhängung verwenden wir gerade bei beiden Fahrzeugen. Deswegen, ja. Ein bisschen verschachtelt hier und da. Beziehungsweise nicht so geil gemacht. So, Qualifying-Ziele. Was können wir denn denen versprechen? Qualifying-Platzierung 10 mindestens. Kriegen wir hin. Und Q3 sollten wir eigentlich auch erreichen mit einem Fahrer. Rein theoretisch. Gehe ich einfach mal stark von aus nach dem letzten Rennen. Sonntag kommt ja auch Formel 1. Ja, Sonntag kommt Formel 1. Dann noch zocken, dann ist dein Wochenende schon wieder rum. Du bist auch gut. Du bist ein Früchtchen, ey. Das stimmt allerdings. Ich habe ein sehr kurzes Wochenende diese Woche. Nur Sonntag. Rennziele. Schnellste Runde. Weiß ich nicht. Nein, ich glaube nicht. Nein. Nein, nicht. Was sind eigentlich Glückssträhne? Beende 2 Rennen in Folge mit mindestens einem Fahrer, mindestens auf Position 12. Haben wir schon gemacht. Haben wir schon gemacht. Haben wir schon gemacht. Was ist denn die Garantie? Glückssträhne Qualifying-Rang. Erreiche Position 12 oder höher im Qualifying für 5 Rennen in Folge mit wenigstens einem Fahrer. Was? Wir hin. Da kriegen wir hin. So. Also, ja, die Frage ist natürlich. Die Frage ist natürlich, ob wir in der nächsten Saison neue Sponsoren suchen werden können. Oder ob die Sponsoren vorgegeben sind vom Spiel. Weil das Problem ist, wir haben jetzt zwar Lizenz, also die F1-Lizenz, ja, aber es ist halt nicht so wie bei dem Motorsportmanager, wo man sich selber Sponsoren irgendwie draufpacken kann. Wir können es halt nicht ändern. Also wir können auch keine Sponsorenverhandlungen machen irgendwie. Könnte sein, dass die Sponsoren halt immer gleich bleiben. Das könnte durchaus sein. Verstehe ich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite verstehe ich es auch gar nicht, weil wir haben ja ein Spiel, Lizenz hin oder her. Aber, ne? Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine? Okay. Gut, zum Rennwochenende. Auf geht's. Auf geht's zum Rennwochenende. Übrigens, eins vorweg, wenn es bei euch in den Rendersequenzen, in den Zwischensequenzen ein bisschen ruckelt, ich kann da nichts für. Rennen sieht okay aus, aber
Die F1 ist zurück. Willkommen auf einer der schnellsten Strecken im Kalender, hier in Jeddah. Aha. Sehr schnelle, sehr gefährliche Strecke. Der große Preis von Saudi-Arabien geht gleich los. Und die Stimmung hier ist elektrisierend. Elektrisierend. Der Jeddah Street Circuit weist die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit sowie die meisten Kurven aller Strecken im Kalender auf. Guter Abtrieb bei Hochgeschwindigkeit wird den Fahrern an diesem Wochenende hier das Leben auf der Überholspur ein wenig leichter machen. So früh in der Saison gibt es noch viele Möglichkeiten, die Dinge zu ändern. In diesem Sport gibt es einfach keine Garantie. Valtteri, Bruder. Na gut, kommen wir zur Sache. Kommen wir zur Sache. So, Übersicht. Haben wir Qualifying bewölkt, aber bis jetzt noch kein Regen. Sonntag auch kein Regen. Training. Okay, dann machen wir das Training. Ne? Da machen wir das Training. Setup. Ich habe noch kein Setup gefunden. Okay. Das ist ein Laufplan. Der Laufplan dieses Fahrers erstellt Strategie, die bestimmt, wie viele Runden und welche Runden für das Qualifying erfahren soll. Wenn er das nächste Mal auf die Strecke geht. Das ist eine nichts aussagende Aussage. Das war nicht meine Frage gestern schon. Also meine Frage gestern schon. Wetter ist ein. Wir werden es sehen. 15 Runden. Ja, ist okay. Ja, wir werden es sehen. Ja, es ist okay. Wir werden es sehen. Mit dem Setup müssen wir dann schauen. Wir lassen Zoom mal hier 12 Runden fahren. Kann ich den Fahrer eigentlich wechseln? Wenn ich nicht mal einem. Doch, kann ich. Ich könnte auch Kubica sagen. Wir können auch Kubica mal reinspacken. Lass mal Suh fahren. Aber wir können Kubica mal fahren lassen. Ist egal. Hilft ja nicht. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. So, ab zum Training. Training verwalten. Ja, definitiv. Ein bisschen langweilig, aber gehört dazu. Ready to check. Wollte ich heute aber keine Bargeld dabei haben. Habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht. Oh Gott. So, wir schicken mal Valtteri los. Wir haben eine Stunde Zeit, ein vernünftiges Setup auf die Beine zu stellen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen auch, ne? Tests, Streckenumgebung. Aufteilkenntnisse. Das müsste eigentlich immer oben gehen, ne? Oh. Ja, wir schicken auch Su raus. Mr. Suländer. Na, für den Döner habe ich immer genug Geld in der Tasche, Schnecke. Für den Döner habe ich immer genug Geld in der Tasche. Du.
So, Streckeneingewöhnung. Prozent erst. Was? So gewaltig ist, kannst du besser. Wir müssen gucken, wie sich die roten Reifen verhalten. Wir müssen gucken, wie sich die gelben verhalten. Wir müssen auch gucken, wie sich die harten verhalten. Das ist das Wissen, was wir uns aneignen müssen während des Trainings, um zu schauen, was halt am besten für unser Fahrzeug funktioniert. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Von Team zu Team. Es ist quasi, wie soll man sagen, Forschung, was wir betreiben. Jedes Mal neu auf der Strecke. Aber es gibt nichts Schwierigeres als Training, glaube ich. Ne? Passiert halt nicht viel. Man sammelt Daten. Ich frage mich, was passiert, wenn der Motor hochgeht oder so. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben ja drei Motoren für die Saison. Was passiert dann? Kriegen wir einfach einen gestellt? Wahrscheinlich müssen wir ihn bezahlen, ne? Ich meine, wir haben ja Ferrari-Motoren, das ist der Kunde. Ferrari-Kunde. Mal wie das halt hier geregelt ist im Spiel, das ist halt die Frage. Ich hoffe, die Motoren halten. Also, ich mache mir ein bisschen Sorgen, aber ich hoffe, die halten einfach lange. Und ich hoffe, die halten einfach lange. Wir lassen die Jungs erstmal ein bisschen fahren, ne? Ich weiß nicht, was diese Sprechblasen bedeuten. 1 von 5. Was die Fahrer zu sagen haben über das Setup, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Gucken wir mal. Lass uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. So, wie sieht es aus bei Mr. Kubica? Im zweiten Training lassen wir dann auch wieder Zoo fahren. Also ciao. Training macht ciao, weil er wird für nächste Saison nicht mehr bei uns sein. Sehr gemein, ich weiß, das ist sehr gemein, aber ich kann ihn nicht erinnern. Habe ich schon gestern gesagt, doch, gestern habe ich schon gesagt, ne? Die Grafik ist für den Formel 1 Manager auf jeden Fall komplett ausreichend. Ich weiß nicht warum, aber Jeddah gefällt mir nicht, also als Strecke, keine Ahnung. Man sieht zwar schnell, ja, aber weiß ich nicht, irgendwie. Als Zuschauer habe ich zumindest das Gefühl, dass das bei der Strecke irgendwie komplett die Seele irgendwie fehlt. Ich weiß nicht.
Ja, gefällt mir einfach nicht. Ist in meinen Augen eine Kackstrecke. So, wer fährt hier auf welchen Reifen? Da wird Mittel probiert. Okay. Ich bin halt nicht so überzeugt, dass wir auch den Jeddah hier mit Alpha. Also wir sollten durch die Top 10 auf jeden Fall kommen mit Bottas, aber ja, Platz 4 wie in Bahrain wird es wahrscheinlich nicht werden. Schauen wir mal. Ja, gucken wir mal. Die Reifen werden etwas warm, sagt Kubica. Dann fahr schneller. Lass sie nicht warm werden. Mein Ferrari überholen, ne? Im Training. So sieht's aus. Eine Stunde hört sich viel an, ne? Eine Stunde Trainingszeit hört sich relativ viel an, aber man bedenkt, dass man die einfach nur fahren lassen muss, damit halt, wie gesagt, die Daten reinkommen und ja, muss man halt noch die verschiedenen Reifenmischungen testen und Setup versuchen irgendwie zu finden. Ist zweimal eine Stunde, wir haben zwei Trainings, zweimal eine Stunde nicht zu viel tatsächlich. Ganz und gar nicht. Überhaupt nicht. So, wir werden aber trotzdem in zweifacher Geschwindigkeit hier verfolgen, ne? Wir haben nicht ganz so viel Zeit heute. Deswegen lassen wir die Jungs mal hier so ein bisschen schneller durch die Gegend eiern. Außerdem ist Training halt nicht so spannend. Oh, gefährliche. Gefährliche Stelle, Valtteri, da überholen. Auch nicht gut funktioniert, wie man es gesehen hat. Man ist zwar nur ein Williams vor uns, aber also wir werden definitiv auf Topspeed gehen müssen. Und natürlich auch ein bisschen aerodynamisch natürlich für die schnellen Kurven. Ne? Ich glaube, das ist so der, wie soll man sagen, uns zumindest der Masterplan, dass wir die Geschwindigkeit halt halten können, auch in den schnellen Kurven. Die langsamen Kurven, ja gut, gibt es einfach zu wenig von. Deswegen brauchen wir uns da jetzt nicht unbedingt, glaube ich, drauf konzentrieren. Den brauchen wir nicht, nee. Wie sehen die Reifen aus? 65%. Ich habe eine Anzeige, wie viele Runden wir gefahren sind. Ja, 9. Okay. 9 Runden. Mhm. Also keine Strecke für weiche Reifen, definitiv nicht. Und das hat eine Einstoppstrategie, wie vorausgesagt wird. Ja. Gelb und dann hart wahrscheinlich. Ne? Das wird darauf hinauslaufen, denke ich mal. Kubica 9 Runden, Kubica fällt nur 12 Runden, dann baut das 15. Schauen wir mal.
Das war ein Dreher. Oh, Magnussen dreht sich. Ein Dreher auf der Strecke, Alter. Gefährlich, ne? Wie gesagt, eng. Enge Strecke. Keine Auslaufzone. Hier müssen wir drauf achten. Da ist eine Auslaufzone. Ich glaube, es gibt zwei oder drei auf der Strecke. Mehr nicht. Alles von Banden umsäumt. Da ist Nummer 2, Nummer 3 auf der linken Seite. Okay, 4. Na gut, Auslaufzone hätte man das jetzt auch nicht finden können. 5, 6, 7, sagen wir es mal so. Ja, es gibt schon mal ein paar. Aber es ist, ja, trotzdem relativ eng. Also auch die Auslaufzonen sind relativ klein bemessen. Relativ klein bemessen das Ganze. So, Kubica wird gleich reinkommen. Mal schauen, was er zu sagen hat wegen dem Setup. Bin ich gespannt. Das müsste jetzt eine In-Lap sein eigentlich, oder? Von Mr. Kubica. Wir gehen jetzt nicht darauf, extra schön auszusehen im Training, damit wir halt irgendwie die beste Zeit fahren oder so. Das, dafür gibt es nichts zu gewinnen, also dafür gibt es halt gar nichts. Deswegen, wir arbeiten hier unser Programm ab, ungeachtet dessen, wie die Platzierungen sind. Das ist Quatsch. Natürlich ist es immer so ein bisschen Indikator dafür, ne? Aber ich sag mal so, wenn wir jetzt erst gelb gefahren wären und ganz zum Schluss des Trainings rot gefahren wären, wären die Zeiten halt dementsprechend besser. Keep us updated. Undrivable. Understood. Undrivable, sagt er. Ja. So. So, so, so. Hier können wir jetzt ein bisschen mal anpassen. Frontflügel. Ja. Heckflügel. Weniger Flügel, ne? Sollte drin sein. Weniger Flügel sollte drin sein, definitiv. Stabilisator. Bei der Verteilung. Durch Verteilung der Schleifigkeit des Stabilisators für die Frontpartie des Autos wird die Stabilität verbessert und das Auto in Richtung Bremsstabilität und Traktion ausgerichtet. Okay. Da. Wir haben halt noch nicht so viel Wissen, ne? Aber. Kurvengeschwindigkeit. Wir brauchen eine höhere Kurvengeschwindigkeit. Probieren wir es mal so. Probieren wir es mal so mit dem Setup. Kann ich ihn bestätigen? Komm. Also Reifen, ja. Reifen. Bam, bam, bam. Immer auf hart fahren. Sollen wir auf hart fahren, den Budi? Seht schon, das Umbauen dauert relativ lange jetzt.
Gut, aber gleich wieder auch noch Bottas reinkommen und dann werden wir bei Bottas auch noch ein bisschen umstellen und schauen, wenn wir Bottas mal auf weich rauslassen, also auf Mittel, Mediums. Sag mal weich dazu. Den Runden sage ich halt immer super soft, soft und hart. Aber gut, also auf Gelb. Wir werden ihn auf jeden Fall auf Gelb rauslassen. Boah, es dauert aber echt lange, das Umbauen, ne? Wahnsinn. Also jetzt schon, ne? Eine Stunde Zeit ist nicht so viel tatsächlich. Das ist tatsächlich nicht so viel. So, Bottas kommt rein. Mr. Bottas kommt rein. Da ist er. Da ist er. So, was sagt Mr. Bottas? Alles schlecht. Alles schlecht. So, mehr Flügel vorne. Weniger Flügel hinten. Ja, ein bisschen weniger vorne. Stabilisator, so, Radsturz. Versuchen wir das Ganze mal so. Auf den Geraden, ne? Auf den Geraden brauchen wir mehr Speed auf jeden Fall. So. Also deutlich anderes Setup als Mr. Kubica. Und bestätigen, umbauen, ja, bitte. So, wir können Kubica rausschicken, das machen wir auch. Das machen wir auch. Mr. Kubica. Kubica testet bei uns die harten und Valtteri wird dann die gelben für uns testen. Wir werden ihn aber nicht mehr 15 Runden rausschicken können, wahrscheinlich 12 oder so auch mal. Gucken wir mal. Zweites Training haben wir dann auch noch, ne? Das ist eine Affenhitze, das glaube ich dir, Schnecki. Das glaube ich dir. Gott sei Dank habe ich Nachtschichten. Jetzt habe ich doch für 15 rausgeschickt, ne? Egal. Sollen wir mal. Wir können noch früher reinholen, ist ja kein Thema. So, dann lass uns mal ein bisschen Gas geben hier. So, wie sieht es mit den Reifen aus? Also, die Strecke scheint schon echt nicht sehr reifenschonend zu sein. Ne? Das müssen wir echt beobachten. Und es geht einigermaßen, ja. Und die Gelben werden nicht ewig halten, das sage ich euch jetzt schon. Die Gelben werden nicht ewig halten. Also auch fürs Rennen dann gesehen, ne? Dann.
So, ist da drin? So, wie sieht's aus, mein Freund? Haben wir schon ein bisschen eingeschränkt hier das Ganze. Okay. Muss das Ganze noch ein bisschen weiter einschränken. Mehr von Flügel. Ein bisschen mehr Heckflügel, dann ist aber bei den Geraden halt langsamer, ne? Kurvengeschwindigkeit. Ich verstehe. Bremsstabilität. Schlecht, 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 sagt er. Ja, da, ne, den Punkt zu finden, schwierig. Ach, den Punkt zu finden, schwierig. So, ich möchte, genau, ich möchte nur das Setup ändern. So, Valtteri ist noch unterwegs. 5 Runden müsste er noch machen. Konkurrent mit Unfall, also nicht wir. Unfall. Da ist die Wiederholung. Russell! Schauen Sie sich den Mercedes hier an. Was hat der denn gemacht? Und es gibt einen Unfall. Heftiger Abflug. Da bekommen die Mechaniker von Mercedes aber viel zu tun. Soll ja scheinen noch gut Bum-Bum machen, wenn was kommt. Bin mir gespannt. Bum-Bum. Na, gemeint, es soll ein Gewitter kommen. Ja, vielleicht. Vielleicht. So, dap da dap da dap da dap dap. Ja, sollen wir ihn jetzt reinholen schon? Ich würde sagen, ne? Wir holen ihn, glaube ich, rein. Ankündigen, bestätigen. Ja. So, dann soll er mal schön in die Garage zurückfahren. Ja, das Auto fühlt sich für mich ziemlich gut an, sagte er. Boah, ist doch schön. So, das Setup haben wir noch nicht getestet, natürlich. Neue, in Anführungsstrichen. Das Neue, in Anführungsstrichen. Haben wir noch nicht getestet. Laufplan. Ja, wir würden uns halt nichts bringen, ihn noch für 2 Runden rauszuschicken. Ne? Das wird uns halt nichts bringen. Das sind noch 10 Minuten. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe, das Spiel speichert jetzt diesen Setup, was ich hier mit Gubiza gemacht habe, für die nächste Session. Hoffe ich. Wir müssen noch Valtteris Auto umbauen. Wir müssen noch Valtteris Auto umbauen. So, Valtteri, wie sieht's aus? Gut, 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 sagt er. Schlecht ist Bremsstabilität, ist schlecht. Bremsstabilität ist kacke, sagt er. Können wir ein bisschen mit dem Radsturz nachhelfen? Mit der Traktion müssen wir aufpassen. Mit der Traktion müssen wir aufpassen. So. Nach Spur können wir noch ein bisschen helfen. Die Bremsstabilität noch ein bisschen Richtung Mitte bewegen. Ja, was würde ich. Ja. Mehr haben wir, glaube ich, nicht zu tun. Das war's dann mit dem ersten Training. Ja, Russell hat das Auto in die Bande gesetzt. Naja. Gut für uns. Schlecht für Mercedes. Gut für uns, schlecht für Mercedes. So, wir werden jetzt im zweiten Training, werden wir jetzt Ciao fahren lassen mit seinem Wagen. Mal gucken, ob Kubica und Ciao sich so einigermaßen vertragen, was
das Setup angeht. Ich glaube eher nicht, aber gute Arbeit, ja, würde ich auch sagen, ne? Gute Arbeit. Ende der Session. Ja, dann auf geht's. Ja, so machen einfach, ne? Genau. Also Zeiten, wie gesagt, sind egal. Spielt keine Rolle. Aber wir haben die 5 beste Zeit auf die Mediums aufgestellt. Ne? Mit Red Bull und Ferrari brauchen wir uns gar nicht zu befassen. Sind noch außerhalb unserer Reichweite. So, Fahrerentwicklung 500, Streckeneingewöhnung 31% nur bei Bottas. Leistungsbonus. Beim Leistungsbonus handelt es sich um den Gesamtschub, den dieser Fahrer durch seine Streckeneingewöhnung, sein Wissen über Autoteile und sein Vertrauen in das Setup erhält. Naja, immerhin. 8 von 15 schon mal. Das ist doch gut. Autokenntnis 78%. Ja, die Streckeneingewöhnung. Ja. Gut, Sau muss jetzt auf jeden Fall fahren. Also ciao. Ciao, Sau. Genau. Sau fährt. Reifenmischung. Wir haben nicht so viele Gelbe dabei, ne? Ich würde sagen, du fährst auf Gelb. Und Valtteri fährt auf Hart. 15 Runden. Aber wir brauchen nicht so lange Stints fahren tatsächlich. Lass uns mal 10 fahren und dann schauen wir mal. Auf geht's. Ja, ich möchte das Training verweilen. Ist mal schön, wie das Spiel. Ich frage, willst du wirklich das Training verweilen? Ja. Möchte ich. So, hat er unseres gespeichert? Die hat er tatsächlich. Das ist gut, dass die Setups gespeichert werden. Das ist sehr gut. Das ist nice. So, rausschicken. Bottas raus. Oder so weich raus und wir schicken gleich Ciao hinterher. Und Ciao rausschicken, genau. Und wir beschleunigen das Ganze natürlich ein bisschen. So, achtfache Geschwindigkeit ist, denke ich, ganz okay. Ciao hat noch 0% Streckenakkumulation, wie man so schön sagt. Weil wir halt Kubis abfahren lassen haben in der ersten Session. Aber es holt er auf. Er ist jung. Er holt das auf. Bin gespannt auch, ob die Fahrer sich quasi unterschiedlich schnell an unterschiedliche Strecken anpassen können. Weil ich habe das so das Gefühl, als wenn Bottas die Strecke nicht mag. Und nur relativ langsam quasi sich dran gewöhnt. Vielleicht ist es auch nur ein Gefühl von mir. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch, weil ich selber die Strecke nicht mag. Gott sei Dank bin ich dieses Jahr nicht Formel 1 gefahren, also selber, ne, im Spiel, weil ich hätte diese Strecke komplett gehasst. Bin schon zu alt für sowas, ich bin schon zu alt für Rennspiele. Die Reflexe fehlen. Die Ausdauer. Deswegen haben wir gewechselt in den Manager-Modus. Uns geht es natürlich in erster Linie halt natürlich um das Setup, ne? Und wir warten, bis hier die Sprechblasen hier 2 von 5, gerade aktuell, bis sie halt einigermaßen voll werden. Und wir dann das Setup ein bisschen anpassen können noch. Und der Rest ist halt als Bonus halt, ne? Also wie gesagt, Teile wissen etc. pp. Das ist alles Bonus. Wir bereiten jetzt hier vor fürs Rennen. Und das Wissen um die Reifen ist halt wichtig, ne? Also wir müssen echt die Reifen testen, wie die Reifen abgenutzt werden. Mehr oder minder. Sind schon beide wieder drin. Fleißig.
Immer noch schlechte Bremsstabilität. Das ist natürlich traurig. Das ist natürlich traurig. Gut ist aber nicht ausgezeichnet, ne? Gut ist nicht ausgezeichnet. Oh Gott, da kommen wir mit der geraden. Mit der geraden Geschwindigkeit kommen wir da ein bisschen. Ja. Könnten so ein bisschen in diese Richtung rutschen. Da gibt es auch schon wieder die Bremsstabilität flöten. Geht uns schon wieder die Änderung bei der Bremsstabilität flöten. Traktion könnte auch noch ein bisschen besser sein, aber ja, was soll's. So, Reifen, wie sieht's aus? Er hat 10 Runden gefahren und die Reifen sind fast zu 50% runtergerockt. Das ist schon 58%. Das ist schon. Ah ne, 78%, Entschuldigung. Nur mal die harten drauf, ne? Wir können die nochmal auf Rot rausschicken. Wir werden nicht so viel Rot brauchen im Rennen. Wir könnten Valtteri nochmal auf Rot rausschicken. Wir werden nicht so viele brauchen. So, wichtig ist, was sagt hier Ciao zu seinem Setup? Ciao, Kurvengeschwindigkeit sagt er großartig. Bremsstabilität hat er keine Ahnung von. Traktion hat er auch keine Ahnung. Wovon hast du denn Ahnung? Gut. Geraden sind schlecht, sagt er. Gut, dann müssen wir ein bisschen weniger Flügel draufpacken und ein bisschen mehr Speed geben, Budi. Aber das großartig würde ich schon gerne behalten bei den Kurvengeschwindigkeiten. Wenn er sagt, es ist großartig, dann ist es schon mal etwas, was wir definitiv folgen sollten. Ungefähr so. So, neues Setup für dich. Und dich würde ich auch auf Rot rausschicken, tatsächlich. Wir müssen ein bisschen Reifen sparen. Okay. Dauert jetzt ein bisschen, ne? Dann. Ja, dann. Also hat nichts Spektakuläres im Training. Aber ich mache das lieber selber, anstatt das die KI machen zu lassen. Weil dann kann ich so ein bisschen gezielter, wie soll ich sagen, feuern. So, Sau wird auch rausgelassen. So, wir lassen Bottas jetzt aber ein bisschen aggressiver fahren. You're good to push. Copy. Und wir werden auch Sau ein bisschen pushen müssen. So you can push a bit more. Copy. So. Mal gucken, was für Zeit wir da rausfeuern können. Mal fürs Qualifying so ein bisschen. Ja, der große Plan für Alpha. Wir müssen mal gucken. Wir müssen mal gucken. Wie gesagt, ich würde ganz gerne. Es tut mir leid für Ciao, aber ich würde ganz gerne Ciao tatsächlich ersetzen. Einen etwas potenteren, vielleicht sogar erfahrenen Fahrer reinpacken. Ich habe ja gesagt am Anfang, bevor wir angefangen haben, die Saison hier, Mick Schumacher wäre eine Option für uns. Aber ich glaube nicht, dass Mick Schumacher gehen wird. Erstens. Zweitens. Ist mir so die Überlegung gekommen, dass Ricardo oder Hülkenberg eventuell die bessere Wahl wären. Und ich habe so ein bisschen ein Auge auf Hülkenberg geworfen. Er hat ja kein festes Cockpit. Ist nur Ersatzfahrer. Sprich, wir könnten ihn sogar relativ günstig abgreifen.
Und wir hätten definitiv einen stabileren Fahrer als Chao halt. Und obwohl Chao, wie gesagt, er kann sich natürlich auch noch machen, ihr weiß das schon. Moin moin. Wie viele Saisons gibt's? Das ist eine gute Frage. Wir spielen unsere erste, aber es soll mehrere Saisons geben. Also man soll das über mehrere Jahre spielen können. Nicht nur eine Saison, sondern halt 3, 4, 5 wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Vielleicht sogar mehr. Ich bin gerade für OBS an. Irgendwas läuft da mit OBS nicht richtig. Warte mal kurz. Müssen wir ganz kurz hier für die OBS die Einstellung finden. Wir haben hier alles auf Ultra. Außer Anti-Aliasing habe ich ein bisschen runtergestellt. Sichtweite, Schattenqualität. Würde ich gerne oben behalten. Qualität der Nachbearbeitung, Effektqualität, Laubqualität. Na gut, Laubqualität, Effektqualität können wir runternehmen. Gucken wir mal, vielleicht können wir ein bisschen. OBS hat eigentlich keine Probleme mit dem Spiel, aber manchmal sieht es bei euch so ein bisschen ruckeliger aus. Bei mir läuft es gut weich, aber bei OBS ist es halt so ein bisschen. Dient sich manchmal ein bisschen. Ich entschuldige jegliche kleinen Frame-Einbrüche für euch. Ich bin gespannt auf dieses Rennen tatsächlich. Also wie gesagt, Jeddah ist nicht unbedingt, vermute ich mal, nicht unbedingt die beste Strecke für uns. Obwohl es eine Hochgeschwindigkeitsstrecke und die Ferrari-Motoren sind echt gut. Die Frage ist halt, ja. Wir kämpfen zurzeit aktuell, bin ich ehrlich, wir kämpfen aktuell gegen Mercedes direkt. Mercedes ist unser Konkurrent auf der Strecke. Red Bull und Ferrari sind außerhalb der Reichweite. Aber auch Alpine ist mehr oder minder unser direkter Konkurrent auf der Rennstrecke gezeigt. Ja. Oder wir machen den Dick Brain Move, Freunde. Wir machen den Dick Brain Move und wir holen Vettel. Vettel ist auch schon alt. Ne? Aber gut, mein Alonso ist auch alt. Und der macht trotzdem einen guten Job. Das ist er nicht. So, Training. Wir werden noch ein bisschen hier reinhauen, damit wir ein bisschen vorankommen. Mich interessieren die Zeiten jetzt allerdings. Ja, wir konnten auf Verstappen zumindest ein bisschen verkürzen. Letztes Rennen war übrigens spektakulär für Valtteri Bottas. Ne? Ihr habt ja mitbekommen, Bottas im Rennen nicht nur Hamilton und Russell gefightet, sondern auch Verstappen und hat sich in der letzten Runde gegen Verstappen durchgesetzt. Das war schon klasse von Bottas. Muss ich nur sagen, also I like him. So, ciao auf 7. Also Bottas ist definitiv der schnellere Fahrer von beiden, das ist klar. Aber Chao ist auch ein Anfänger, ist auch ein Rookie. Muss man einfach so sagen. Chao ist ein Rookie. Nur Rookie. Oh, sogar noch. Kurz hinter Perez, Alter. Die Räder blockieren. Oh, was hast du denn gemacht? Hast du mein Auto kaputt gemacht? Keep focus. Copy. Hat sich nur verbremst, okay. Hat sich nur verbremst, der gute Star. So, Bottas kommt rein in die Garage. Chao wird gleich folgen. So, wie sieht's aus mit unserem Setup jetzt, Valtteri? Was sagst du dazu? Sagst du noch gar nichts zu. Gut, das andere Fragezeichen. Aber es scheint gut zu funktionieren von den Zeiten her zumindest. Ja, die Bremsstabilität.
aktuell voriges höchstes Vertrauen. Also ich würde das Setup so behalten tatsächlich. Vielleicht noch ein bisschen an der Traktion schrauben. Eventuell noch ein kleines bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Ein Müh. Ja, fahr mal in die Box, Brudi. Fahr mal in die Box, Brudi. So, wie sieht es bei dir aus? Großartig, großartig, gut. Also Ciao ist deutlich besser mit dem Setup einverstanden. Ja, das Übersteuern, die Bremsstabilität kann er noch nichts zu sagen. Okay. Nein. Ich schicke nochmal auf den gebrauchten gelben raus. Wenn er 8 Runden überhaupt noch schafft, das ist natürlich die gute Frage. Wir müssen noch umbauen. Umbauen geht aber relativ fix. Muss halt noch ein bisschen Erfahrung sammeln hier auf der Strecke. Wir haben noch 20 Minuten. Auf wieder. Auf geht das. Du brauchst nicht pushen, Brudi. Ja, ganz normal. Ganz easy. Ganz easy, entspannt. Du brauchst nicht pushen. Alles gut. Ja, aber das mit der viel besten Zeit. Wir könnten Bottas vielleicht sogar noch rausschicken. Auf frischen roten. Müssen sie halt nochmal die Reifen wechseln. Einfach nur, um halt, ja, nur ein bisschen besser klar zu kommen. Okay, für Joe hört sich das ziemlich gut an, Wolfgang. Finde ich gut. Von 5. Wir könnten ihn rein theoretisch reinholen und gucken, ob wir noch ein bisschen was am Setup schrauben können. Aber noch nicht. Noch ist zu früh. Mal wieder kurzzeitig gelb. Jetzt wird er in die Garage. So, ciao, wie sieht's aus? Die Bremsstabilität ist ja immer noch nicht mit zufrieden. Und ich will aber relativ wenig Traktion haben, wenn wir das hier so ändern. Traktion ist halt immer so eine Sache, ne? So. So, das Training dürfte zu Ende sein. Gut, ja.
Platz 5. Im zweiten Training. Aber wie gesagt, Training ist halt Training. Ne? Je nachdem, was die Teams testen, immer ein bisschen schwierig zu sagen, wie. Aber es ist halt so eine Tendenz zu erkennen. Und die Tendenz sieht gar nicht so schlecht aus für uns. Auf dieser Strecke. Sieht gar nicht so schlecht aus für uns. Also natürlich der Streckeneingewöhnungsbonus natürlich bei Chao ist ein bisschen niedriger als bei Valtteri, ist klar. Aber gut, in Ordnung. Nach dem gestrigen freien Training folgt heute die dritte und letzte Trainingssession, bevor es ins Qualifying geht. Okay, wir machen, die Fahrer müssen äußerste Konstanz zeigen, wenn sie sich einen guten Platz in der Startaufstellung sichern wollen. Es geht nicht nur um einen Moment der Brillanz. Nein, sie müssen im Qualifying beweisen, sie guckt immer so streng, dass sie das Zeug dazu haben, die obersten Plätze zu belegen. Ich hab ein bisschen Angst vor ihr. Schnallen Sie sich an, das ist die F1. Ein bisschen Angst habe ich vor ihr. Schöne Texturen hier gewesen. T3. Ja, auf geht's. Ja, wie gesagt, die Reifen. Wir haben schon relativ viele Reifen, aber wir haben viele weiche Reifen. Das Problem ist, ich habe nicht gesehen, dass man vor dem Rennen sich die Reifenmischung einteilen kann. Dass man zum Beispiel jetzt weniger weiche mitnehmen, dafür mehr mittlere und so. Habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Vielleicht habe ich es übersehen. Mal gucken, müssen wir mal drauf achten. Laufplan 15 Runden. Aha. Alles okay. 15 Runden. Machen wir mal. Weißt du was? Machen wir mal 12 Runden. Wird reichen, definitiv. Optionen. Alles gut. Alles gut. Ist das eigentlich unsere Gesamtanzahl an Mischungen? Wahrscheinlich, ne? Ja, ziemlich wenig, Alter. Aber ziemlich wenig von Mittel und ziemlich wenig von Hard. Das ist nur fürs Training. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich weiß es nicht, tatsächlich. ich weiß es. So, Chao kann 15 Runden fahren, ja. Chao kann 15 Runden fahren. Die Frage ist... Ja, auf Weichheit, ne? Können die doch auf Mittel fahren lassen. Auf Weich, ist egal. Auf geht's. Auf geht das. Ja, so ein Rennwochenende dauert ein bisschen, ne? Hallo Private Ryan. Ja, zweites Rennwochenende? Ja, zweites Rennwochenende. So ist es. Da der freien Trainings versuchen, das Setup zu finden. Für Jeddah. Und Chao schickt man auch raus. So, machen wir hier 16-fache Geschwindigkeit. Das müssen wir uns ja nicht angucken. Passiert ja nächstes Jahr Training. Mal wieder ein Stückchen Zeit, ne? Oh, Sau ist schneller gewesen als Bottas. Deutlich schneller tatsächlich. Wow. Wow. Was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert mit Chao, Alter? Oder was ist passiert mit Bottas? Ich will mir im Arsch beißen. Ich habe vergessen vorzubestellen. Nun muss ich bis zum 30. warten. Oh. Oh. Das ist natürlich ärgerlich, ja. Ärgerlich. Kann ich verstehen. So, das Auto fühlt sich ziemlich gut an, sagt Valtteri. Das ist schon mal eine gute Aussage von Bottas. Und Bottas hat die Zeit ein bisschen korrigiert. Wie gesagt, solange wir von den Mercedes bleiben, ist alles gut. Sehr bitter, ja. Aber gut, 30. ist ja nicht mehr lang hin. 4 Tage. Kriegst du hin. Kommst du durch. Kommst du auf jeden Fall durch.
So, Bottas ist in der Garage. In der Garage. Dann gucken wir mal ganz kurz. Wie sieht es denn aus? Gut. Wir könnten noch ein bisschen am Übersteuern arbeiten und an der Traktion müssen wir definitiv noch ein bisschen arbeiten. Der Radsturz. Warte mal kurz. Das Problem ist halt, man kann halt auch nicht das perfekte Setup machen, weil manchmal die Teile dafür einfach nicht, nicht gut genug sind. Sagen wir es mal so, wie es ist. Ne? Aber wir versuchen es. Wir versuchen so ein bisschen. Ja, auf der Geraden, Alter. Wenn wir noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit raushauen für Botti. Wir versuchen auch mal mit dem Setup mal. Ja, wir versuchen es mal. So. Machen wir auf Hard, Botti. Machen wir auf Hard. Die sind noch ein bisschen gut. Die Reifen. So, Chow müsste aber auch mal langsam reinkommen, ne? Chow müsste auch mal ein bisschen reinkommen gleich mal. So. Wie sieht's aus? Großartig, gut, großartig. Fraktion weiß er noch nicht so richtig. Und auf den Geraden ist er noch ein bisschen zu langsam, sagt er. Also, ich sag das. Ich sag das. Übersteuern ist natürlich großartig, sagst du. Ne? Das, Suchen wir es mal so. Guck, was er sagt. Ja, du kannst noch den roten verwenden. Da geht's. Und wir schicken Bottas raus. Wir schicken Bottas raus. Und wir werden auch gleich nochmal Sauer rausschicken. Jetzt. Das Schönere ist ja, Private, dass, weiß nicht, hast du Motorsport Manager gespielt? Was ich immer sehr weird fand beim Motorsport Manager war, dass während des Rennens die Flügel kaputt gegangen sind. Obwohl es keine Unfälle gab oder sowas ähnliches. Ne? Ich meine, klar, die Teile werden natürlich beansprucht. Sehr logisch. Aber bei Motorsport Manager hast du es ja immer gehabt, dass die Haltbarkeit bei den Flügeln war ganz extrem. Motor auch, okay, aber kann man ja noch erklären. Motor und Getriebe gehen kaputt während des Rennens, alles gut. Aber die Flügel, also Vorderflügel und Heckflügel, haben immer an Haltbarkeit abgenommen während des Rennens. Wo ich gedacht habe, what the fuck, why? Haben die da Pfeilen dran geschraubt oder was? Das war, hat mich immer genervt, hat mich immer richtig genervt. Und dafür hast du meines Erachtens nach so vom ersten Blick her ein bisschen mehr Tiefe in dem Team-Management-Aspekt gehabt bei Motorsport Manager. Hier ist es nicht ganz so tief, aber wer weiß, vielleicht schauen wir einfach mal gucken. Also die Box-Crew zum Beispiel kann man hier in diesem Titel nicht manuell einstellen. Die hat man einfach, die Box-Crew. Und die richtet sich so ein bisschen am Chef-Mechaniker. Je besser der Chefmechaniker ist, desto besser die Box-Crew, glaube ich. Deswegen, ja. Ja, die Geraden. Kann noch nichts zu sagen, der gute Valtteri. Der gute Valtteri kann noch nichts zu sagen zu den Geraden. Können wir vielleicht noch, wie viel Zeit haben wir noch? Weiß das noch jemand? Ja. Wir können Valtteri nochmal rausschicken für 6 Runden. Komm mal. Nochmal raus. Auch Reifenmanagement etc. war sehr weird. Ja, das hast du hier halt nicht. Also hier hast du halt, klar, jede Strecke hat so ihre, wie soll man sagen, ihre Anforderungen an die Reifen. Aber du musst halt nicht ständig, wie soll ich das erklären? Beim Motorsport Manager war das ja so, dass du halt mit dieser Kontrolle hier immer sehr oft spielen musstest. Ne? Fahr aggressiv, fahr nicht so aggressiv, fahr leicht, bla bla bla. Musstest du ständig im Rennen verändern, die Strategie des Fahrers, damit das Reifenmanagement irgendwie hinkam. Hier ist es halt anders. Ne? Wenn du ihm sagst, push, okay, dann push da, dann nutzt er natürlich mehr Reifen. Ist logisch. Aber es ist halt nicht so abstrakt schnell. Halt, ne? Also
wie gesagt, und je nachdem, wie gut dein Auto mit den Reifen umgehen kann, desto besser kannst du pushen halt, weil du halt weniger Reifen dann verbrauchst und so weiter und so fort. Es ist deutlich entspannter als Motorsport Manager im Rennen jetzt. Ne? Deutlich entspannter. So, wir haben jetzt noch 8 Minuten, 7 Minuten. Ich glaube, wir werden Sau nicht mehr rausschicken können. Wir werden uns mal angucken, ob ihm das so gefällt. Optimal ist schon mal gut. Bremsstabilität war besser, ne? Dort, wir müssen mal gucken, ob wir die Bremsstabilität... da wieder hinbringen können. Ohne großartig rumzufuschen. Ja. Nicht so sehr. Na, okay. Meinetwegen. Laufplan natürlich keine 15 Runden mehr, ist ja klar. Soll nur das Setup ändern. Der wird nicht mehr rausfahren. Ja, wie möchten wir eins? Nicht 10 Reifen setzen in einem Rennen. Aber auch, wie gesagt, auch das Verbrauchen von diesen von den Bauteilen halt, ne? Okay, großartig und optimal. Das ist doch schon mal eine schöne Voraussetzung, oder nicht? Für das Qualifying, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben ein ganz gutes Setup gefunden. Freunde. Gute Arbeit, jawohl. Dann können wir ins Qualifying gehen. Also, wir haben jetzt mal 1 Stunde 20 gespielt. Also die 3 Trainings dauern schon so ihre Zeit, natürlich. Müsst ihr natürlich, wenn ihr alleine spielt, nicht machen. Ihr könnt auch die KI das machen lassen. Aber ich mache das halt lieber selber. Und ja, falls euch das zu doof ist, tut's mir leid. Aber es ist eben so. So, Q1 Vorbereitung. Ja, aufweich. Natürlich fahren wir aufweich. Wie viele weiche Sitze haben wir jetzt noch? Also Q1, Q2, Q3. Gut. Sehr gut. Q1, Q2, Q3. Hervorragend. Finde ich gut. Eine fliegende Runde sollte erstmal reichen. Ja, ja. Setup noch nicht getestet. Ich weiß, aber es sollte funktionieren. 90% Vertrauen ins Setup. Bin ich frohen Mutes, ja. So, Qualifying, Freunde. Jetzt geht's. Jetzt fängt das Rennwochenende richtig an. Und wir warten noch ein bisschen. Wir müssen so mit den Wellen mitfahren. Ne? Hier seht ihr quasi das Verkehrsaufkommen. Das zu erwartende Verkehrsaufkommen. Und wir müssen so ein bisschen mit den Wellen rausschicken. Weil das Problem ist, wenn wir als Erster auf die Strecke fahren, sind wir wahrscheinlich in unserer schnellen Runde mittendrin im Verkehr. Bei der Aufwärmrunde der anderen und das funktioniert einfach. Radio check. Copy. Wenn du gut bist, kannst du mit einem Satz Q1 und Q2 fahren. Ja, aber wir brauchen die roten Reifen fürs Rennen nicht. Das ist halt das. Die Strecke ist halt eher auf gelb und weich und weiß ausgelegt. Von daher. Wir warten noch ein bisschen. Ne? Ferrari fährt raus. Und die Ferrari ist mal die Strecke sauber pusten. Toro Rosso oder Alpha Tauri. Muss mich an die neuen Namen gewöhnen erstmal. Ist ein Prozess. Alpha Tauri war auch eine Option. So, ne? Machen wir Alpha Tauri in der ersten Saison vielleicht. Ich habe überlegt zwischen Haas und Alfa Romeo. Und Williams tatsächlich. Wäre natürlich auch eine geile Herausforderung, Williams mal nach oben zu bringen. Ne? Hätten sie verdient auf jeden Fall. So, wir schicken erstmal Sauer raus. Ciao. Ciao, schicken wir erstmal raus. Valtteri, warten wir noch ein bisschen.
Alpine. Und der zweite Red Bull, wollte ich schon sagen. Frau Rosso. Alpha Tauri, so. Alpha Tauri, sein Name, ey. Will mir einfach nicht in den Kopf rein. Habt ihr gelesen, was Stefano Domenicali über Andretti Racing gesagt hat? Fand ich nicht sehr nett tatsächlich. War, glaube ich, gestern. Wie vielleicht einige von euch wissen, Andretti wollte in die Formel 1 und will es wahrscheinlich nicht mehr. Nach den letzten Aussagen von Stefano Domenicali. Denn Domenicali hat wohl gesagt in einem Interview, die Formel 1 braucht Teams wie Andretti nicht. Also ich hätte gern Andretti Racing mal wieder, also ich hätte das gern gesehen. In der Formel 1. Bin ich ehrlich. Ich finde so eine Aussage schon ziemlich, wie soll man sagen, undiplomatisch scheiße. So, wir schicken raus. Haas ist rausgefahren. Wir fahren raus. Und wir werden mit Valtteri wieder mitfahren. So, Chaos Zeit. Wir haben uns natürlich im Auge behalten. Raus jetzt aus der fliegenden Runde. Ich hoffe, da ist genug Abstand. Das sieht gut aus. Das müsste reichen. So ein Überflieger wie Brown GP wär cool, ja. Das ist eine Markenherausforderung sein, denn die haben ein mega Drecksauto. Also diese Saison auf jeden Fall. Bin gespannt, welchen Impact Alonso nächste Saison auf Aston Martin haben wird. Meines Erachtens nach ist halt problematisch, dass das Stroll halt immer noch im Team ist. Ne? Dass die Vettel jetzt losgeworden sind, okay, eine Sache. Aber Stroll hat einfach nichts zu suchen in der Formel 1. Ist aber nicht talentiert genug. Aber gut, seinem Vater gehört das Team. Ich meine, vielleicht wäre auch Stroll besser mit einem besseren Auto, ne? Keine Frage. Eine Frage. Aber so ein bisschen mehr Fans im OBS für euch, ja. Lass uns mal so. Aber ja. So, Tau ist auf der fliegenden Runde, ne? Hab ich gesagt. Mal gucken. Da hinten, aber passt. Vom Abstand perfekt. So, Ciao zurzeit auf Platz 2. 1,2 Sekunden hinter Sainz. Aber wie gesagt, Ferrari ist nicht der Maßstab für uns. Mercedes ist es. Und da müssen wir mal gucken. Und da müssen wir mal gucken. Vorher hatte typische Paydriver. Ja gut, aber es gab halt viele Paydriver in der Geschichte, die halt einigermaßen gut waren. Ne? Also nur weil man Paydriver ist, heißt ja nicht, dass man schlecht ist. Oder schlecht sein muss. Was toll ist halt, ist halt so eine Geschichte für sich. Es wird sowieso spannend sein, die nächste Saison zu gucken, wer überhaupt in der F1 bleiben wird. Also für Ricardo dürfte es schwer werden. Es sei denn, Steiner macht den Dick-Move und wird Schumacher los und holt dafür Ricardo. Wäre eine Möglichkeit für Haas. Definitiv. Die Frage ist halt, was passiert halt mit Mick. Ja, also ich bin überzeugt, dass Mick definitiv eine große Zukunft in der Formel 1 hat. Und Ferrari hat ihn ja sowieso schon im Auge. Ach, muss man halt gucken, ne? Muss man halt schauen. Tsunoda wird ein großes Fragezeichen werden. Tsunoda ist ja nur quasi zu Alpha Tauri gekommen, weil Red Bull ein Deal mit Honda hat. Ja. Jetzt im nächsten Jahr wird
Red Bull keine Honda-Motoren mehr fahren. Also würde ich sagen, dass Tsunoda auch nie wieder gesehen wird in der Formel 1. Sage ich jetzt einfach mal so. Okay, copy. Behaupte es einfach mal so. Mal gucken. Ja, Mick wird, selbst wenn Mick nicht bleibt, wird Mick wiederkommen, bin ich von überzeugt. Er wird dann wahrscheinlich irgendwo geparkt, als Ersatzfahrer, in irgendeinem Team. Und so wie es aussieht, hat Bottas ein bisschen Verkehr, ne? Hat die Runde verkackt. Das war nicht gut. Das war nicht gut, Herr Colon. Also er wird definitiv nicht von der Bildfläche verschwinden, der Mick, glaube ich nicht. Bei Tsunoda ist halt eine andere Geschichte. Latifi auch ein Fragezeichen. Obwohl Latifi bringt ja Geld mit rein. In Williams. Ja, Bottas hat definitiv Verkehr gehabt, natürlich ist die Zeit auch so scheiße. Da müssen wir nacharbeiten gleich mal. Gleich nochmal rausschicken, den jungen Mann. Schau auf 5 gerade. Ist okay. Wenn Schau auf jeden Fall auch mal rausschicken. Ein bisschen mehr Abtrieb auf der Strecke ist. Ne? Ja, Bottas kann nicht glücklich sein mit der Zeit. Definitiv. Da muss irgendwas passiert sein. Irgendjemand muss ihn da ausgebremst haben. Ich habe es nicht gesehen. Noch so ein bisschen buggy im Spiel tatsächlich. Ist mir schon im Bahrain aufgefallen. Die Leute, die auf der schnellen Runde sind und die Leute, die gerade reinfahren in die Box, die blockieren teilweise die Leute, die auf der schnellen Runde sind, das so unlogischerweise, dass, ja, wie soll ich sagen, es ist einfach so. Reifen kann er behalten, ist gut. Wir haben hier noch ein kleines Fenster, wo Bottas nochmal rausfahren könnte, ein bisschen weniger Verkehr. Versuchen wir ihn da mal unterzubringen. Ich würde sagen, wir schicken ihn einfach mal raus. Sieht ganz gut aus, wird ein bisschen weniger jetzt. Mal einen ganz kurzen Blick. Aha. Okay. Ist okay. Mick muss aus der Ferrari Driver Academy raus, dann hat er mehr Möglichkeiten. Ah, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir schauen mal, ne? Ihr habt in dieser Kamera habt ihr ein paar Frame-Einbrüche. Durch OBS. Tut mir leid. Ich kann es nicht ändern. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, woran das liegt. I don't know. Wir müssen trotzdem mal mitfahren, weil ich muss mal beobachten. Wer ihn vielleicht ausbremst. Ich Beschwerde einlegen kann. So, Sao könnte noch mit demselben Reifensatz fahren, das ist kein Problem. Umrüsten können wir nochmal rausschicken, Sao gleich mal. Ja, ist noch ein bisschen zu früh. Schicken ihn gleich raus. Wir schicken ihn gleich raus. Nur dass so wenig an den Boxen. Ja gut, aber das ist ein Manager, ne? Ich sag mal so, für einen Manager ist es schon echt eine schicke Grafik. Klar, mehr Betrieb in der Box wäre natürlich schöner. Aber who cares? Im Endeffekt. Ne? Im Endeffekt geht es um Statistiken und Zahlen. Seien wir doch mal ehrlich. Und um Kohle. Im Endeffekt.
Aber ich finde, den Sound haben sie echt gut hinbekommen. Also die Motoren-Sounds sind von Hersteller zu Hersteller original. Ne? Also man unterscheidet am Motorgeräusch durchaus einen Ferrari von Mercedes oder von Renault. Die Grafik ist okay. Keine Frage. Absolut. Also, grafisch der beste Manager, den wir jemals hatten. Sagen wir mal ehrlich. Die Frage ist natürlich, ob der gesamte Spielumfang halt dann letztendlich ausreichend sein wird oder ob da vielleicht noch neue aufgebohrtere Inhalte reinkommen durch Patches oder was. Schauen wir mal. Lass uns überraschen. So, verbessert. Erste, zweite Sektor, persönliche Bestleistung von Bottas. Sollte eine anständige Zeit werden. Einigermaßen. So, 5 Minuten haben wir noch, ne? Wir schicken. Ja, das ist ein bisschen zu früh. Gut, schauen. Gucken wir, wie Valtteri hier abschneidet. Dritter. Nice. Das ist nice. Das ist okay. Okay, Peter, Leclerc ist noch mit reingekommen in die Wertung. Eigenes Team, ja. Das wäre das. Das wäre so super. Eigenes Team wäre so super. Erste Amtshandlung, die ich vornehmen würde, wäre Arrows. Arrows wieder aus dem Boden stampfen. Ah, ich habe Arrows geliebt, ey. So ein cooler und traditioneller Rennstall und dann. Ja, haben sie sich aufgelöst. So, 4 Minuten noch. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen, Valtteri mit unterzukriegen in den letzten Stint. Könnte knapp werden. Das könnte durchaus knapp werden. Vielleicht. Lotus. Ja gut, Lotus ist ja... Warte, Lotus? Was ist denn aus Lotus geworden? Ist Lotus nicht dann jetzt Alpine geworden? Warte mal, wie war die Geschichte mit Lotus jetzt? Lotus war ja drin dann, ne? Eine Zeit lang. Was ist dann aus Lotus geworden? Was ist aus Lotus geworden? Ist Alpine Lotus geworden? Also vorher war es ja nicht Alpine, das war ja Dingsbums, ne? Dieser komische indische Dingsbums. Danach ist es ja... Oder nee? Oder ist Lotus Aston Martin? Lotus? Ich glaube, Lotus Aston Martin, oder? Also quasi. Das Team. Verschiss. Renault, okay. Na gut, dann war es doch Renault. Ja, das ist halt schon lange her. So, wir schicken Ciao raus. Ciao. Und wir werden auch Valtteri rausschicken. Er kann das gleiche Setup benutzen. Und wir schicken ihn raus mit dem ganzen Pulk. Vielleicht verbessert er sich noch. Wer weiß das schon. Es ist jetzt ist Verkehr, ne? Jetzt ist Verkehr. Jetzt ist Verkehr. Alpine, ne? Alpine. Ja. Das Problem ist, glaube ich, dass die ganzen Teams, die mal waren, also die Lotus, war noch gehabt. Aston Martin, weiß nicht, ich glaube auch nicht, dass Aston Martin sich lange in der Formel 1 halten wird. Ich glaube, den Teams fehlt die Ausdauer tatsächlich. Um sich halt durchzubeißen. Ne? Vielleicht auch das Geld, natürlich immer eine Geldfrage. Man wird sehen. Die Frage ist natürlich, ob wenn jetzt Red Bull und Ferrari an ihrer Dominanz jetzt über die nächsten Jahre quasi festhalten können, ja, ob Mercedes als Hersteller nicht irgendwann die Lust verliert. Versteht ihr, was ich meine? Und sich dann irgendwie zurückzieht aus dem Formel 1. Das wäre natürlich bitter.
Auch wenn ich jetzt kein großer Mercedes-Fan bin, es ist doch ein Team, das viele Meisterschaften gewonnen hat und eine verdammt gute Arbeit abgeliefert hat. Über die Jahre. Ja, gucken wir mal, ne? Was haltet ihr eigentlich von der Idee, mehr Fahrzeuge auf dem Grid? Also mehr Teams? Also ich würde es gleich begrüßen, tatsächlich mehr Teams zu sehen. Natürlich darf es nicht zu viel werden. Also so 12 Teams wär schon ganz okay. Wäre schon, glaube ich, ganz okay. Porsche und Audi. Aber Audi dauert ja noch. Ne? Porsche kommt jetzt für Red Bull. Ja. Aber Audi, die brauchen ja noch ein bisschen. Wenn sie überhaupt noch dann kommen, das ist halt hier die Frage. Es gab ja schon Gespräche vor Jahren mal mit VW, aber das ist ja auch nichts draus geworden. Und ja. Mehr Teams, mehr Action. Ja, klar, natürlich. Ja, logisch. Das ist logisch. Hör ich vor. Also anstelle von Audi, ne, wenn ich wirklich Audi wäre, ist auch geil, ne, wenn ich Audi wäre, wenn ich bei Audi etwas zu sagen hätte, sagen wir es mal so, oder genug zu sagen hätte, und ich in die Formel 1 möchte, was wäre für mich der logischste Move? Also welches Team würde ich dann nehmen? Wählen. Ich würde dann tatsächlich Williams wählen, glaube ich. Na gut, ne, Williams hat Mercedes Kundenmotoren, oder Partnermotoren, was auch immer. Hat nicht so ganz funktioniert, ne, mit der Zeitverbesserung hier gerade. Bau ist auf 10. So ist drin, alles gut. Das war nicht so eine geile letzte Runde. Williams, also ich würde, wie gesagt, als Audi würde ich vielleicht Williams nehmen. Würde man noch ein bisschen Geld reinbuttern in Williams, quasi in Infrastruktur und in die Angestellten, also in die, ne, ins Potenzial. Williams Audi, das hört sich doch fantastisch an, oder nicht? Das hört sich nach Geschichte an. Fantastischer Geschichte. So, Q1 vorbei. Und das sind die Ergebnisse, meine Damen und Herren, aus dem Q1. Bottas auf 6. Hamilton ein bisschen schneller gewesen, aber das war wirklich ein Müh. Ein Müh schneller gewesen. Und da wir gerade aktuell tatsächlich direkt gegen Mercedes racen, gefällt mir das hier natürlich überhaupt nicht. Ne? Aber gut. Gucken wir mal. Schauen wir mal einfach. Wollen wir mal ins Q2. Haben noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Audi Williams. Williams Audi. Also falls jemand von Audi da draußen zuhört, ne? Überlegt euch das. Ich würde echt gerne sehen, dass Williams ein bisschen erfolgreicher ist. Ich meine, er ist echt eine der traditionsreichsten Rennställe. Von Ferrari Ready abgesehen. Ready check. Von Ferrari mal abgesehen. Williams wäre schon. Ich fand das so schade, dass das Claire Williams halt nicht den Erfolg hatte, den ich ihr gegönnt hätte. Mit dem Team. Ja, und sie dann das Team quasi abgegeben hat, beziehungsweise Williams halt verkauft wurde, fand ich echt schade. Also mit so, ich meine, sie hat zwar immer noch wahrscheinlich ein bisschen was zu sagen, zumindest, aber es ist halt so, weiß nicht, schade, ne? Weil das Team ist halt aus der Williams-Familie jetzt raus. Und wenn man bedenkt, was Sir Williams halt da geschaffen hat, ist schon fantastisch. Ne? Also wirklich. Auch wenn die Erfolge ausgeblieben sind, hier und da. Aber Williams ist einfach ein Rennstall, den man
nicht so gerne vermissen würde, halt, ne? Und das blutet so ein bisschen, als Rennsportfan blutet immer so ein bisschen das Herz, wenn man Williams da hinten rumgurken sieht. Keine Frage, ne? Die Fahrer sind natürlich auch so ein bisschen der Faktor. Also ich halte Latifi für keinen guten Rennfahrer. Und man darf das nicht verwechseln mit keinem guten Menschen, also um Gottes Willen. Aber man hat gesehen, was Russell teilweise mit dem Williams angestellt hat. Und Russell ist ja die neue Generation der Top-Rennfahrer. Oder einer davon. Zusammen mit Norris und weiß nicht, Gasly vielleicht noch mit rein. So in diese Riege halt, ne? Ja, weiß nicht. Schwierig. Also Williams würde ich gerne erfolgreicher sehen. Sowas mal so. Aber auch solche kleinen Teams wie Haas zum Beispiel, ne, liegen mir auch immer ganz, ganz, ganz groß am Herzen. Erstens, weil natürlich Steiner ein fucking geiler Typ ist. Ja. Weil Steiner ein geiler Typ ist. Und zweitens, weil Haas halt ein privates Team ist. Also wirklich ein kleines Team. Der Underdog quasi. Naja. Es ist halt immer so, ne? Es ist halt immer so. Man ist zwar immer für die Underdogs, aber anders gesehen, wenn nur die Underdogs gewinnen würden und die großen Teams nicht mehr gewinnen würden, wäre es natürlich auch scheiße. Das ist halt immer so, immer so ein Balanceakt. Wir warten noch ein bisschen. Grip auf der Strecke ist hoch. Sehr gut. Das ist schon was Schönes. So. Mach das raus. Und schau auch raus. Mal gucken, wie gut er durchkommt. Durch den Verkehr. Habe ich schon gesagt, dass ich Jeddah nicht mag. Ich finde Jeddah so gar keine Seele als Strecke. Ich weiß nicht, so eine seelenlose Strecke für mich. Vom Feeling her, weißt du, was ich meine? Furchtbar. Bin gespannt auf nächstes Jahr Las Vegas. Ich meine, ihr wisst ja, dass Monaco das glamouröseste Rennen ist im Formel 1 Kalender. Mit den neuen Fahrzeugen natürlich nicht mehr das spannendste Rennen, weil Überholen in den neuen Fahrzeugen einfach sehr selten ist in Monaco. Die Strecke ist halt schon ziemlich alt. Ne? Ist ziemlich alt, kann es schwer verändert werden. Traditionsreiche Strecke, glamouröse Strecke, definitiv. Aber aus meinem Feeling heraus glaube ich, dass Las Vegas eine der, wie soll man sagen, ja, nicht glamourösesten Strecken wird, sondern eine der spaßigsten Strecken wird, im Sinne von vielen Zuschauern, glaube ich. Weil Vegas ist einfach eine Partystadt, ja, beziehungsweise ist halt Vegas. Und ich glaube, Vegas hätte durchaus eine Chance, mal so auf einem Level mit Monaco mitzufahren, was so den Entertainment-Faktor halt angeht. Ne? Kann man gespannt sein.
So, Valtteri, gleich wird's, ne? Gleich wird's. Mal gucken. Sauer hat einen vor sich, zwei vor sich. Bei Valtteri sieht es eigentlich relativ gut aus bis jetzt mit dem Verkehr. Oh mein. Vegas wird das neue Monaco. Ja, so ungefähr. So ungefähr. Glaube ich zumindest. Vielleicht. Aber wie gesagt, Vegas ist halt die ultimative Partystadt halt, ne? In USA. Zusammen mit Miami natürlich, aber. Ja. Aber ich glaube in Vegas. Oh. Absolute Bestzeit in 6:02 für Bottas. Nice, Brudi. Ich glaube, da wird so einer, oder nicht so einer, ich glaube, da werden einige, bald das Rennen in Vegas dann stattfindet, ihr Haus und Hab und Gut verpfänden und wetten. Ja? Und Wetten abzuschließen. Okay, 1:29:09. Nice. Schöne Zeit. Absolute Bestzeit jetzt im dritten Sektor. Zweiter Sektor hat irgendjemand unterboten. Schöne Zeit, Valtteri. Schöne Zeit. Good job. Good job, mate. So, Saum auf 4. 1,2 Sekunden hinter Sainz. Oh. 4 Zehntel hinter, knapp 4 Zehntel hinter Bottas. Gut, ich meine, wir brauchen Chao und Bottas nicht vergleichen. Also Bottas ist definitiv der bessere Fahrer. Hm. Aber ja. Nein, Hamilton schneller, Alter. Fick doch die Henne, ey. Hamilton schneller als Bottas. Nicht geil. Müssen wir versuchen, Hamilton dann mit Strategie zu schlagen im Rennen. Mit Strategy. Wir schauen uns gerade Russell an, weil Russell hat noch keine Zeit gefahren. Der ist gerade auf der Outlap. So, der Reifensatz ist noch gut. Das ist in Ordnung. Ich bestätige. So. Eine Runde von Russell. Copy, Joe. Würde ich hier noch, wenn ich mir die anderen Fahrer angucke, würde ich gerne noch die Sektoren sehen hier von denen, tatsächlich. Ich kann das hier umschalten, ne? Vielleicht dann Sektor 1, mal gucken. Persönliche Bestzeit, Sektor 1. So, hier Ciao nochmal vorbereiten für den nächsten Stint. Für den nächsten heißen Lab. Wir werden ihn nochmal rausschicken auf jeden Fall. Eigentlich müssen wir Bottas nicht rausschicken, er wird wahrscheinlich, ja, wer weiß. Who knows? Persönliche Bestzeit Sektor 2 für Russell. So, Zeiten technisch.
in the waters. Sehr gut. I like it. I like it very much. So, wir wollen das gleich mal rausschicken. Nochmal. Und Sau natürlich auch. Ja, Hamilton. Ein Zehntel? Nicht ganz. Nein, nur 500stel. 600stel. Ja. Natürlich alle raus, die Kacke. Die Kacke los. Hallo, ich möchte auch noch rausfahren. Ach, Geigen. Ach, Geigen. Also ins Q3. Schauen wir mal. Also sollten eigentlich beide Fahrzeuge können. Also, Bottas definitiv. Ja, ciao, schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Ne? Ferrari stark, auf jeden Fall. Was mit Verstappen passiert eigentlich? Warum ist Verstappen für eine Zeit gefahren? What the fuck? Fällt mir gerade erst auf, was ist mit Verstappen passiert? Ich dachte mir gerade, hey, da fehlt noch einer. Ocon auf 7 mal, das ist auch nicht schlecht, ne? Bis jetzt zumindest. Ja, halt harte Verkehr, ja. Das kann durchaus sein. Ja. Das würde die Zeit so ein bisschen erklären. Die beiden McLaren, ja. Kämpfen. Aber ist halt wie in der richtigen Saison halt, ne? Am Anfang hatten die beiden McLaren echt Probleme. Mal gucken, wann die aufschließen. Dann haben wir natürlich noch einen anderen Konkurrenten in unseren Gefilden. Wird nicht unspannend werden. Ich sag mal so, die erste Saison mit Alpha, ne, Aufbau. Strukturen aufbauen nach und nach, Forschung, Fertigung von Teilen etc. pp. Nach dem zweiten Fahrer Ausschau halten. Und das Auto für die nächste Saison halt vernünftig entwickeln und gucken, wie gut das funktioniert. Ne? Mal schauen, wie gut das funktionieren wird. Ist Verstappen raus eigentlich? Also Kette? Er fährt. Ja. Unterwegs auf jeden Fall, steht nicht in der Box. Er sollte eigentlich, Verstappen sollte eigentlich ohne Probleme nicht. Ne? So, persönliche Bestzeit. So, Bottas ist auf einem guten Weg, sag ich mal. Die Frage ist halt, ob es reicht für Hamilton. Das ist ja nur Q2. Aber es hat so ein kleines Indiz fürs Rennen dann später. Sektor 1, Sektor 2 schon mal grün. Eben fahren. Hat nicht gereicht, aber fehlt nicht viel. Ja. 400stel. 400stel. Und Sau ist raus. Nein. Ehrlich. Schade. Wie konnte das denn passieren, Mr. Sau? Ciao.
Wer hat ihn ja geschlagen? Ocon, okay. Oh, knapp, ne? Knapp, Alter. Ein Tausendstel, ey. 358, 359. Wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wie gesagt, unsere Zeit ist ja bei den Mercedes ganz gut. Ne? Russell scheint ein bisschen langsamer unterwegs zu sein in Jeddah und mit Hamilton müssen wir schauen, wie wir das im Rennen hinbekommen. Also jetzt habe ich gar nicht geguckt wegen, ne? Habe ich gar nicht geguckt wegen Dingsbums. Wegen Verstappen hat er doch. Da ist er. Alles klar, ja. Sau, es tut mir leid. Ja. I'm sorry. Knappes Ding, ja. Knappes Ding. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass dass er sich qualifiziert, aber gut. So ist es. 1000. Wo kommt der Schlingel, ja? Aber im Rennen kann noch vieles passieren, ne? Also im Rennen kann ja noch sehr vieles passieren. Deswegen. Radio Chat. Copy. Hallo Shadow, mein Lieber, grüß dich. So, schicken wir Bibo Bottas raus. Schicken wir Bibo Bottas raus. Dave, ja, Dave ist auch klasse Typ, da gucke ich auch sehr gerne. Ninja hat zweimal virtuelles und ein richtiges Safety Car. Bin mal gespannt. Ja, mal gucken. Schauen wir mal. Wie gesagt, sehr enge Strecke, ne? Sehr schnelle, sehr enge Strecke. Ruhige Nacht gehabt? Ja, ganz entspannt. Ganz entspannt. Heute noch Nachtschicht, morgen noch Nachtschicht und dann habe ich den Sonntag frei. Juhu! Montag geht es dann wahrscheinlich mit Spätschicht weiter. Könnte aber auch noch Nachtschicht werden. Also nicht so gesagt. Das muss man einfach mal überraschen. Aber im September habe ich dann, glaube ich, das erste Septemberwochenende habe ich normal frei und das zweite Septemberwochenende habe ich 3 Tage frei sogar. Samstag, Sonntag und Montag. So. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Montag, Dienstag und heute, okay. Nachtschicht ist eigentlich entspannt. Vor allem bei den Temperaturen halt. Ne? Relativ chillig und so. Relativ chillig. So, Mr. Bottas, dann zeigen Sie mal, was Sie drauf haben. Hamilton gilt es zu schlagen. Ich fürchte, wir werden es nicht schaffen. Hamilton ist gut unterwegs hier. Also los, Schneegelein. Was ziehst du so eine Fratze? Ich zocke die ganze Nacht und sitze in meinem Wachhaus und mache nichts. Du beschreibst gerade meinen Job aktuell. Du beschreibst gerade aktuell meinen Job. Wir haben gerade aktuell eine Baustelle in unserer Firma, die wir bewachen. Also mitbewachen.
Und auf der Baustelle ist halt nachts nicht wirklich viel los. Also sind noch zwei, drei Firmen, die quasi Nachtarbeit machen. Aber ansonsten ist halt relativ chillig. Leider habe ich halt nichts, womit ich irgendwie abends zocken kann. Das Leben ist so ungerecht. Müssen wir dann demnächst irgendwie nochmal einen Laptop besorgen oder so. Für die Nachtschichten. Ach komm schon, ehrlich. Ich. Dreckiges Stück Ferrari. Hat uns die Runde verkackt, glaube ich. Hat uns, glaube ich, die Runde verkackt. Ja, ja, hat uns definitiv die Runde verkackt. Definitiv. Ich muss so hart für mein Butterbrot arbeiten. Ihr? Wir müssen auch hart arbeiten. So, wir werden Bottas natürlich nochmal rausschicken müssen, ne? Klar, das ist halt keine... Nee. Das ist nicht gut. Der Dreck scheiß Ferrari, war bestimmt Sainz, ne? Sainz war es hundertprozentig, Alter. Dummer Arschloch. Dummer Arschloch Sainz. So, jetzt hab ich's gesagt. Ich war 76 Stunden diesen Monat. Was habe ich in diesem Monat? Ich bin aktuell bei 250, glaube ich. Oder 270. 270? 270? Kann auch sein. So um die 270 diesen Monat? Ja. Ja. Ich glaube auch. Ich glaube auch. So, wir ziehen den Fischer. Fischer auf. Fischer aufziehen, Rudi. Müssen wir gucken. Hoffentlich haben wir ein bisschen mehr Glück. Sobald der Erste rausfährt, werden wir auch rausfahren. Den Rest gehe ich rauchen, mache Kaffee. Ja, so ungefähr. Und Essen. Essen nicht vergessen, ja. Essen nicht vergessen, Private. Ich weiß schon, warum ich Menschen lasse. Aber guck mal, Sainz wurde auch die Runde verkackt. Ha! Penner, ey. Perez, Alonso, Sainz, Bottas. Die Leuten wurde die Runde verkackt von irgendwelchen Vollidioten. Naja. Naja. Machen wir das Rennen noch zu Ende auf jeden Fall. Wir haben jetzt 2 Stunden. Also man muss so, wenn man so entspannt spielt, muss man so mit 4 Stunden pro Rennwochenende rechnen. Das ist schon okay. Finde ich nice. Ja, man kann das natürlich ein bisschen beschleunigen hier und da. Ist schon richtig, aber... Muss man nicht unbedingt. So, Bibo Bottas, raus geht's mit dir. Muss ich alle raus, die Schweinehunde. Sehr gut, sehr gut. Hauptsache vor dem scheiß Feins, ey. Ja, ist normal, ne? Bleibe. Wachgewerbe ist normal. Aber es ist halt ein unterschiedliches Wachgewerbe, wo du arbeitest, wie du bezahlt wirst. 15 Stunden, 15 Euro die Stunde, man solltest du schon
Ja, mindestens als Hundeführer agieren. Mit Waffe wahrscheinlich. Wohl da liegt der Stundensatz so zwischen 16 und 17 Euro, glaube ich, pro Stunde. Und dann natürlich noch die Frage halt, ne, GSSK oder halt nicht GSSK und das ist jetzt. Naja. Immer unterschiedlich, wo man arbeitet, wie man arbeitet. Aber ja, im Wachgewerbe ist einfach so. Ne? Stunden machen halt den Lohn. Und es muss kein schlechter Lohn sein. So, drücken wir mal die Daumen, dass Bottas niemand die Runde verhagelt gleich. Nein, um Gottes Willen. Waffe nur auf bestimmten Objekten halt, ne, wenn es halt vom Auftraggeber gewünscht ist, beziehungsweise erforderlich ist. Diese Waffe meinst du, Schnecke? Böse, böse. Schnecke schon wieder in verruchten Gefilden unterwegs mit ihren Gedanken. Schnecki, Schnecki, Schnecki. So, sieht bis jetzt ganz gut aus. Mit dem Verkehr. Sollte eine gute Zeit werden. Persönliche Bestzeit. Abschnitt 1, Abschnitt 2. Sechster. Naja, immerhin vor Russell. Naja. Immerhin vor Russell. Hinter Hamilton. Ja, wie gesagt, Hamilton wird schwierig sein. Wenn das so bleibt, dann wird es echt schwierig sein, ihm im Rennen zu schlagen. Naja. Ihr Träumer. So, schauen wir uns das Gesamtergebnis mal an. Latifi, Stroll, Albon, Vettel, Mick, Schumacher, Ricardo, Norris. Ricardo hält zeittechnisch mit Norris fast mit, würde ich sagen. Yuki, Tsunoda, dann haben wir hier Magnussen. Ja, Ciao auf 11. Ocon, Gasly, Alonso, Russell, Bottas, Hamilton, Perez, Sainz, Verstappen und der Char. Da wollen wir es denn mal starten, ne? Ich kann mir auch Müsli zwischendurch machen und das Essen. Weiter an. Alfa Romeo hat die Erwartungen im Qualifying erfüllt. Frames im OBS, Frames. Wenn sie machen können, steht ihnen ein gutes Rennen bevor. Ja. Ja, ja, ja. So, Strategie. Müssen wir gleich mal gucken, ne? Freunde der Nacht. Strategie. Neue Strategie hinzufügen. Danke. Neue Strategie hinzufügen. Neuen Stint auf Hard dann. Jawohl. Ah, es könnte knapp werden, ne? Könnte knappes werden. Knappes die Dappes. So könnte es klappen. Gelb, weiß. Einstoppstrategie, fertig. Aus die Maus. Bums. Problem ist, wenn wir ein bisschen pushen wollen, wird es ein Problem. Dann kommen wir halt nicht hin mit. Mit der Rundenanzahl.
berechnungstechnisch vorausgesehen. Ne? Das im Kreisfahren macht mich echt kirre. Schnecke, schlaf schön. Schlaf schön, Schnecke. Hm. Ja, mit dem Pushen ist so eine Sache. Ne? Das wird, ja, die Strecke ist echt reifenfressend. Reifenzehrend. Warum aktuelle Reifen bei 89%? Was ist denn da passiert? War kein frischen Mediumsatz mehr? Warte mal kurz. Warte mal kurz. So. Wir haben noch den. Hä? Aktuelle Reifen 89%. Warum? Ob ich ihn angefahren nutzen muss? Das kann natürlich sein, ne? Er wird eine knappe Geschichte werden. Muss doch mit denen von eben starten. Nee, das haben sie abgeschafft. Das musst du nicht mehr. Du musst nicht mehr auf den roten starten. Diese Regel gibt es seit dieser Saison nicht mehr. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, 22 Runden wird schon wieder knappes werden, ne? Gut, machen wir so. So, Strategie-Idee für Le Bottas. Gut. Nee, D ist schon gut. D ist schon für Bottas gut. So, D für Bottas. Dann, auf Rot starten ist halt Quatsch, oder? Wir könnten Ciao könnten wir auf Hart starten lassen. Wir könnten Ciao auf Hart starten lassen. Ciao auf Hart. So. Hat noch ein bisschen Luft nach oben beim Pushen. Mr. Ciao. Mit er hat die auch noch ein bisschen Luft mit dem Pushen halt. Ne? Wenn er dann aber auf Weiß unterwegs ist, wird dann das Pushen ein bisschen schwieriger werden. Müssen wir gucken. Gut. Dann starten. Heute Nacht ist es bewölkt und die Fahrer sind jetzt auf ihren Startpositionen. Ja, bewölkt. Und da ist Valtteri Bottas. Sieht nicht aus wie Valtteri Bottas. In der ersten Hälfte des Feldes ist doch so einiges möglich. Etwas weiter hinten, Joe. Mit einem Startplatz in den letzten Reihen wird es schwierig, sich durchzusetzen. Die Teams sind startklar. Rolex. Molex. Bald geht es los mit dem großen Preis von Saudi-Arabien. Bams. Die Ampel ist aus und los geht's. Okay, Bottas kämpft mit Hamilton. Hamilton ein bisschen rumzuppeln. Sehr gut, war das vorbei. Nice. Eine Position gut gemacht von Alfa Romeo. Welche Reifen fetten? Sind doch auf gelb unterwegs. Okay. Perez auf Weiß. Kann man machen. Wir haben auch einen Speed dafür.
Ja, Joe hat den Magnussen die Position eingebüßt. Wild macht Druck auf Bottas. Aber das macht seine Sache aber so gut. Dass da Hamilton schön aufwerfen. Und mal gucken, warum das hier bei. Furchtbar, ne? Mit der. Wir müssen mal gucken. Warte mal kurz. Nervt mich. Idealizing, Sichtweite machen wir mal auf hoch. Machen wir erstmal hier alles auf. Vielleicht hilft das euch ein bisschen bei OBS. Frames. Wir schon noch ein bisschen Reifen, also wir werden jetzt noch pushen. Wie gesagt, wenn das DRS aktiviert ist, wird es schwierig werden für Bottas, die beiden Mercedes hinter sich zu halten. Wir gucken mal, lass uns mal überraschen. Das war kacke wegen dem Einstoppen. Ne? Ein bisschen weniger Möglichkeiten, sag ich mal, die Reifen arbeiten zu lassen, weil man muss halt doch auf, die Länge des Rennens achten und auf die Haltbarkeit. Ja, Hamilton sitzt in seinem Nacken, wir können mal auf Hamilton wechseln. Uns das mal anschauen aus Hamiltons Sicht, den Kampf gegen Bottas. Bottas genießt das bestimmt gerade aktuell. Ja, du Arsch, ey. Hinter mir. Ja, wie gesagt, sobald das DRS aktiviert ist, wird es schwieriger werden. Definitiv. Manchmal sehen schon die Lenkbewegungen der KI so, also, ne, grafisch so echt ruppig aus. Weiß egal, das ist meckern auf hohem Niveau. Ist ja immerhin ein Manager, den wir hier spielen. Von Hamilton mit DS und Hamilton ist durch, ne? We are in P6. Aber der Konter mit DS jetzt möglich. Mercedes hat einen Platz gut gemacht. Aber hast du dich schon ein bisschen im Qualifying schon ein bisschen abgetan, ne, dass Hamilton definitiv schneller ist als wir. Russell ist auf jeden Fall ja, eine andere Marke. Ne? Aber ja. Müssen wir gucken, dass wir vielleicht ein bisschen Sprit gespart haben und ein bisschen Reifen gespart haben, dass wir vielleicht noch ein bisschen gucken können auf dem Gelben. Ja, wir könnten versuchen, Russell abzuschütteln, indem wir halt doch noch ein bisschen
ist ein Push Earn. Problem ist halt, wir werden wahrscheinlich Hamilton schlucken. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ne? Wir müssen den Abstand zu Russell vielleicht vergrößern. Angriff. Angriff. Schön gemacht. Okay, Valtteri, nice move. Ja, direkt vor der DRS-Zone überholen, ist natürlich so eine Sache. Ja. Sieht aus, als hätte Alfa Romeo einen Platz gut gemacht. Hat der Kommentator auch mitgekriegt endlich? Wir müssen nur die Reifen im Auge behalten. Reifen und Sprit. Dauert, Alter. Dauert relativ viel Sprit, ne? Im Anschlag, ja. Komm, hau raus, das Zeug, ey. Aber auch Bottas spart relativ viel Sprit. Einen guten Plus. Also wir haben jetzt Hamilton 2 Sekunden. 2,7 Sekunden hinter uns. Das ist okay. Und wir können wieder auf normal gehen hier. We need to get these tires to last. Copy that. Alonso hat Hamilton überholt. Wow. Also wir sind aus dem DRS raus erstmal. Wir sind erstmal aus dem DRS raus. Alonso ist hinter uns quasi direkt und Hamilton kämpft gegen Alonso mit Russell zusammen. Alfa Romeo hat gerade einen Platz gut gemacht. Oh, ehrlich. Sehen wir mal, was da passiert ist. Was ist da passiert? Sehen wir nochmal hin. Da haben wir Joe. Oh, was ist denn so da hinten, Alter? Haben wir gerade Magnussen weggefickt? Was ist denn da passiert? Eine Position im Polk aufgeholt. Ja, weird, weirde Sachen passiert. So, Perez, Sainz, Verstappen, Leclerc, brauchen wir uns keine Illusionen machen, die werden wir nicht kriegen. Die werden wir definitiv nicht bekommen. Da fehlt uns Geschwindigkeit für einfach. Wir werden bei Schau wieder den Sprit. Lift off. Copy. Ich weiß nicht warum Bottas jetzt so viel Sprit verbrennt auf einmal. Valtteri, warum verbrennt so viel Sprit? Ich muss mal zählen. Komisch. Das ist ja komisch. Ja, relativ unspektakuläres Rennen jetzt, ne, für uns. Wir können mit der führenden Gruppe nicht mithalten. Wir halten aber Alonso, ja, im gleichen Abstand quasi fern.
Machen wir gerade Plus oder machen wir gerade Minus? Das ist die Frage. Wollen wir gleich sehen. 2,9 Sekunden hat Alonso auf uns. Bleibt ungefähr gleich der Abstand. Okay. Wir begrüßen natürlich hier und da mal ein bisschen. Reifen müssen wir uns mal angucken. Also Perez wird länger draußen bleiben, aber Alonso, Hamilton, Russell, Ocon und Gasly, also unsere Verfolger quasi, dann sollten mal zeitgleich mit uns drin sein. Das ist in Ordnung. Das spielt noch hier ein bisschen Sorgen. Nicht ehrlich. We need more lift and coast. Copy. Die Hamilton ist Alonso vorbei. So ist wieder Hamilton auf 2,4 Sekunden dran. Nummer 3. Wir beobachten das. Wir beobachten das. Ja, sieht ganz gut aus, ne? Joe auf 11. Joe 0,2 Sekunden auf Gasly. Also da könnte es vielleicht nochmal spannend werden, tatsächlich. Vor allem er ist auf weiß unterwegs, ne? Gasly ist auf gelb unterwegs. Und wenn wir Joe noch sagen, er soll ein bisschen Gas geben hier, der Sprit ein bisschen rausäumeln. Sehr optimistisch. Sehr optimistisch, was Joe da vorhatte. Erst ransaugen, dann ausscheren. Der Abstand zwischen Bottas und Hamilton bleibt ungefähr gleich. Bottas hat Bullshit gebaut, oder? Oh, weit ab von der Linie. Oh ja, doch. Sehen wir uns das mal an. Bottas hat Bullshit wir gebaut. Sehen Valtteri Bottas. Oh je, oh je. Naja. Weiter weg von der Ideallinie als. Nicht so tragisch. Ein Dreher wäre schlimmer gewesen. Aber natürlich ein bisschen Zeit verloren. Ja, aber nicht so viel. Einen schönen Pulk, ne? Gut, mit dem weißen Reifen natürlich angreifen ist schwierig gegen den gelben. Aber danke schön für das Abo, vielen Dank. Ist aber wirklich nicht nötig. Aber trotzdem, vielen lieben Dank. Ich bedanke mich recht herzlich. Ja, was macht man da? Was machen wir da?
Bottas verbrennt viel Sprit gerade. Also er verbrennt Sprit, obwohl er gar keinen Sprit verbrennen dürfte. Also nicht mehr verbrennen dürfte, als er hat. So. Aber... Und der Knopf werden dann zum Ende hin. Und Joe, er kann nicht genug Sprit verbrennen. Er kann nicht genug Sprit verbrennen. Haben wir Räder blockiert? Yuki auf Abwägen. Sehen wir es uns an. Schauen wir mal genau hin. Konzentrieren wir uns auf Tsunoda. Die Blockade der Räder hätte teuer werden können. Kleiner Verbremser, ne? War gut, dass das hier noch die Auslaufzone war, ne? So, Joe soll ruhig ein bisschen Druck machen da auf Gasly. Gasly ist auf Gelb unterwegs. Bottas hingegen verliert immer wieder ein bisschen was auf, also beziehungsweise Hamilton gewinnt was auf Bottas. Also die Abstände werden geringer. Sehr gut, Joe. Sehr gut. Schön Druck machen. Nice. Da ist er, Bulli. Keep this approach. Good job so far. Die beiden Alpins eine vor Position sich. Position gut gemacht von Alfa Romeo. Ja, du, mit dem Sprit kommt er locker hin, ne? Der Joe. Ich weiß nicht, was er macht. Er ist ein Zauberer. Er ist ein Spritzzauberer. Darüber macht mir halt Valtteri ein bisschen Sorgen mit dem Sprit. Noch eine weitere ein bisschen Sorge mit dem Sprit. So, wir machen das Rennen noch zu Ende. Also ganz in Ruhe, ganz entspannt. Danach ist man Mittag gegessen. Ich hab irgendwie Hunger. Und eins managen ist anstrengend. Die beiden Alpinen kämpfen gegeneinander. Alonso, schade. Schade. Joe hätte da durchaus noch mit reinstechen können. Ich weiß nicht, was Joe macht, aber der kriegt immer mehr Sprit, Alter. Der wird den Sprit nicht los. Oh! Der ist nicht, Alter. Nice. Wo kommt der denn jetzt aber mal her? Magnussen in der Box. Alpha Tauri hat einen Platz aufgeholt. Ja, hab ich gesehen. Habe ich gesehen, das war ein Attentat von Gasly, Alter. Na gut gemacht. Magnussen und Ricardo in der Box. Der wird den Sprit einfach nicht los, ne? So, wie sieht bei Bottas aus? 2,1 Sekunde hat Hamilton auf Bottas. Ja, wie gesagt, das ist halt so. Ne? Ist halt so. Wie sehen die Reifen denn aus? Hamilton 68, Bottas 68, Russell 68. Ja, okay. Aber schön zu sehen, dass Joe hier auf Weiß mithalten kann, ne? Mit den Alpines und den Alpha Tauri, die auf Gelb unterwegs sind. Na gut, vielleicht fahren sie auch ein bisschen reifenschonender. Ne?
den Boxenstopps könnte es dann nochmal interessant werden. Wie sieht es mit den Reifen aus? Brudi, ein bisschen Plus hast du gemacht. Wir werden dann natürlich noch vor dem Boxenstopp noch ein bisschen Pushy-Pushy machen. Mit Bottas. Vielleicht die Lücke zu Hamilton vergrößern können. Wie dein Reifen aus? Ah, relativ im Plan, ne? Welche Runde ist das? 21, ne? 21 stoppt Bottas. Okay. 21 und du stoppst um 30. Ist auch ein bisschen früher, mal gucken. Eine schöne Gruppe hier, ne? Diese Vierergruppe. Die beiden Alpines, der Tauri und wir. Ja, Hamilton kommt immer näher. 1,9. 2,1 wieder. Ja. Holy fuck, Alter. Joe, was hast du denn da gemacht? Ich muss ein bisschen Platz lassen. Fuck. Gut, Orak, take John. Wie Scheiße, ey. Hat aber richtig reingeeuert, ne? Schauen wir uns gleich mal eine Wiederholung an. Wenn es eine Wiederholung gibt. Sieht aus, als hätte Alfa Romeo einen Platz gut gemacht. Sehen wir uns die Wiederholung an. Zu dritt, Alter. Sehen zu dritt nebeneinander da auf der Strecke. Not bad, ey. Not bad. Motherfucker, würde ich sagen. Zu dritt nebeneinander auf den Jedi, Alter. Das ist schon selbstmordgefährdend, ey. Und der Abstand wird größer, ne? Zu Alonso, wie es aussieht. Na gut, der hat wahrscheinlich noch besser ein DRS-Fenster. Da könnte noch ein Kontakt kommen von Alonso. Die sind noch hinten dran, die Jungs. Ich dachte schon, er schießt ihn ab. Arschloch. Verschwinde. Was willst du hier? Muss auch wieder ein bisschen Platz lassen, ja auch hier. Für. Ein gutes Überholmanöver von Alpine. Okay, wir müssen. Can we use the lift off a bit? Also ein bisschen Piano machen. So, Bottas, Runde 15. 16, 17, 18, 19. Ja, wir warten noch. Nochmal auf Runde 17 machen wir ein bisschen Kuschi-Kuschi. Der Hamilton kommt so langsam näher. Licht von Hamilton auf uns, auf Bottas. Wir haben schon ein bisschen Plus an Reifen, oder? Was soll's? Good to push. Copy. Zeig dem Hamilton, wo der Hammer hängt.
Alpinen hat sich gerade verbessert. Ah, Joe hat verloren. Eine Position. Jetzt gilt's, Walter, jetzt gilt's. Dann wird ein bisschen größer, aber halt nur langsam. Die beiden Alpins geben sich aber auch, ne, gegenseitig ständig aufs Maul, ey. Was? Bin zu geraced wird, ey. Ah, Gasly ist neben uns. Gasly lässt natürlich auch nicht locker. Gut, Norris natürlich ziemlich weit abgeschlagen, ne? Mit 8 Sekunden auf Gasly. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Der Abstand wird halt peu à peu größer, ne, zu Hamilton. Und Mr. Bottas, mal gucken. Ich weiß nicht, wann Mercedes vorhat reinzufahren. Wir könnten unseren Boxenstopp tatsächlich auch noch so ja, ein, zwei Ründchen nach hinten verlagern. Auf den gelben. Wir dürfen halt nur nicht überdehnen. Ne? Was ist denn gerade? Was ist denn da gerade passiert? Verstappen? Fahren oder was? Zappen Box. Klingt so, als hätten sie einander touchiert. Da ist die Wiederholung. Sehen wir uns das mal an. Sainz ist jetzt im Fokus. Oh ja, oh ja, oh ja. Verstappen verbremst. Oh. Oh, auf der Strecke herrscht Chaos. Übel Verstappen wieder, ne? Sagt doch, er soll mehr Batterie als ERS einsetzen. Ja, das macht es eigentlich schon relativ ausgebrochen, ne? Aber mal machen. Hast du vielleicht nicht Unrecht. Gut, Mann, ja. Na, Bottas könnte das auch Alfa sagen, Romeo, oder? Hat gerade einen Platz gut gemacht. Das ist die Frage, wie sieht's aus bei Bottas auf den Reifen? Und wie wird das ausgehen? Rede zu viel und brauche zu wenig. Mr. Bottas, wie sieht's aus? 51%. Soll ich nicht die Strategie ändern? Ich kann doch irgendwie die Strategie ändern, weil... Ich kann das nicht gut machen.
Gasly in the pit. Wir sind in der Box. Okay, gut. Dann können wir so. Na, ist okay. Dann können wir den Plan beibehalten. Ist gut. So, hat schon wieder hier so viel Sprit an Bord. Joe, Alter. Ey. Spritsparer des Jahres. Verstappen hat sich die Kiste zerschossen. Immer wieder auf Platz 8 raus. 10 Sekunden hinter Ocon. Reifen sehen auch einigermaßen vernünftig aus. Ne? Hat das schnellste Runde hingehauen. No overtake. Copy. Ja, wieder umstellen mit der Welt. Alles gut. Wir müssen mit Bottas müssen wir noch ein bisschen raus. Raushauen. Mode Charge. Copy. Der Bottas muss den Abstand zu Russell noch vergrößern. Ne? Bis zum Boxenstopp. Okay, Valtteri, no more overtake. Copy. Charge. All good. So, wie sieht's aus mit deinen Reifen, Rudi? Halt so eine Box. Okay, Optionen, Boxenstopp öffnen. Bam. Gelb ist er, ne? So, jetzt muss er natürlich weiß bekommen. Klar. Klar. Und du kannst rein. Box. Okay, Box. Was macht er denn da? Was war das denn gerade? What? Das sind so die kleinen Bugs im Spiel, die mich noch aufregen. Was war das gerade? Warum hast du angehalten, du Idiot? Nur weil einer aus der Box rausgefahren ist oder was? Quatsch. War natürlich schon wieder 3 Sekunden verloren auf Russell, ne? Das ist Bullshit. Das ist natürlich Bullshit, ja. Ich hoffe, das fixen sie noch, ja, ich hoffe auch. Das war gerade echt ganz schön bullshitty. Könnte uns sogar das Rennen gegen Mercedes verhauen. Aber Russell war noch nicht in der Box, ne? Hat aber noch ein bisschen Reifen auf dem Kiemen. Wahrscheinlich wird Hamilton uns vorbeigehen. Russell ist auch in der Box, okay. Aber Hamilton wird es wahrscheinlich schaffen, uns vorbeizueiern. 3 Sekunden verloren. Durch diesen Bullshit.
Moment ist vorbei. Why? Warum hältst du einen Handtuch packen? Also, war das keine jetzt nicht dafür, aber. No, oder nie. So, Standard. We need to get these tires to last. Copy. So, Sau hat jetzt nicht unbedingt viel Reifen übrig, das heißt, er kann nicht über die Reifen pushen. Hamilton aber deutlich die schlechteren Reifen, wie wir sie haben. Ich habe gerade pusht gegen Verstappen, ich weiß es nicht. War schon überein so mit dem Buggy-Boxengehabe quasi, mit dem Reifen rausfahren. Ja. Müssen sie auf jeden Fall fixen. Müssen sie auf jeden Fall patchen. Weil wenn das so bleibt, dann ist es halt Bullshit. So, keine weiteren Stops hier vorgesehen für Valtteri. Der nächste, der halt reinkommt, ist noch Sau, aber der Joe. Aber ja, kann noch ein bisschen. Drei Sekunden auf Hamilton. Das sind die drei Sekunden, die wir verloren haben. Weißt du? Das ist es eben. Overtake available. Copy. Mode race. Yep. Switch out, John. Copy. Sind so 4 Sekunden hinter Hamilton, ey. I don't like it. Mal wieder ein bisschen Energie raus.
Reifentechnisch sieht es ja noch ganz okay aus bei Joe. Ich kann ruhig ein bisschen mehr Sprit wegeiern. Ja, gute Frage, ob wir Hamilton noch kriegen oder nicht, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Lass uns mal überraschen. Ich weiß nicht, ob Hamilton es schafft, mit den Reifen ins Ziel zu eiern. Mal gucken. Schauen wir mal. Drei Sekunden auf Russell. Also los, Schneggy. Und hau rein. Erst einsetzen und hau rein, Bruder. Jetzt krummelt. Ist Stockschül bei immer noch 28 Grad. Ist jetzt kein Regen. Ja, bei uns könnte es heute tatsächlich auch regnen. Ne? Immer stark von aus. Ich hasse die Wetter. Gewitter ist okay. Okay. And lift off. Copy. Safety Car? Safety Car. Safety Car? Na, wir brauchen jetzt eigentlich niemanden an die Box holen, rein theoretisch. 27 von 50. Ja. Quatsch, ne, ist jemand reinzuholen. Wenn wir jetzt nämlich Joe reinholen, dann reichen seine Game halt nicht, ne? Wir müssen jetzt nicht wechseln unbedingt. Wir könnten allerdings. Das Problem ist. Wäre noch zu früh. Brauchen wir aber trotzdem ein bisschen Zeit. Gegenüber einem normalen Boxenstopp. Klingt nach einem Unfall. Sehen wir mal, was da passiert ist. Gummi, also glaube ich. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Haas. Gummi hat, glaube ich, Scheiße gebaut. Oder wurde abgeschossen. Nee, schon jetzt Scheiße. Gott sei Dank war sonst niemand involviert.
Das war ein böser Unfall. Oh, Mika, da wird aber Herr Steiner nicht zufrieden sein mit dir. Das Team ist davon wirklich enttäuscht. Hoffen wir, dass es sie nicht allzu sehr zurückwirft. Na gut, Safety Car. Ist okay. Soll wieder laden, ne? Wir haben Safety Cars. Mode Charge. Copy that. Charge on. Copy. Hab ich Saw in die Box geholt? Kann ich die Sau sagen, hier Sau, komm rein in die Box, Alter. Hopp diese Runde, der ist unterwegs. Au. Okay. Sehr gut. Copy, John. Ich muss meinen Boxenstopp machen. Das ist natürlich die Frage, Brudi. Bisschen zu früh gewesen mit dem Reifen. Aber wie gesagt, sparen wir Zeit, definitiv. Dürfte sich dann rein theoretisch ausgehen. So, wäre schön, wenn das Safety Car uns bald einfängt, meine ich. Ja, super. Ich hab ja schon unter dem Safety Car. Wenn wir wieder beide Fahrzeuge in die Punkte kriegen, ne, dann wäre schon stark. Ne. Ich hätte gerne Hamilton geschlagen, aber das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Freunde, das weiß ich nicht. Wir haben ein bisschen Sprit übrig durch das Safety Car jetzt. Wir können noch ein bisschen über die Reifen pushen. Also über die Fahrweise. Ja, gucken wir mal. Ja, schließen wir jetzt gerade den Pulk auf. Und dann sind wir dran an den Boys. Stellen hier alles. Den Pushy-Push-Push. Gut, bei Joe muss man gucken mit den Reifen. Mick Schumacher ist raus, Freunde.
Hat seinen Wagen zerschossen. Hat er nicht in der Saison auch mit dem Jetta seinen Wagen zerschrotet, das erste Mal? Ich glaube, ne? Ich glaube. Ist er auch in zwei Teile gebrochen, oder nicht? Wenn ich mich richtig erinnere. Ein bisschen her, aber ich habe das Rennen ja geguckt. Oder was mit den zwei Teilen war es in Monaco? Aber in Jetta hat er das auch zerschossen, oder nicht? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Lustig. Genau, zwei Teile waren in Monaco, aber das erste Mal hat er auch in der das Kurve zu ballern. Ja. So, das Feld zieht sich wieder zusammen, wird also noch spannend. Warum used du denn jetzt eigentlich die. Ich verarsche mich. Mode Charge. Copy. Ja, wann kommt das Safety Car rein? Weiß keiner, ne? Noch sind die Lichter an. Safety car in this lap, safety car in this lap. Copy. You can go to mode race. Copy. Plus 4 Runden im Tank. Das müssen wir raushauen. Ja, wir können jetzt doch wieder gegen Hamilton racen. Finde ich gut. Schauen wir mal, ob das auch funktioniert. Und Joe kann gegen Russell fighten. Reifentechnisch. Ja, eigentlich könnte es schaffen. Wir stellen mal Joe auf aggressive. You can't push. Copy. Mal raus die Energie, die du hast, Brudi. To use overtake. Platz 5 oder besser drin? Ja, wäre schön, wäre schön. Platz 5 kriegen werden. Problem ist, Hamilton ist doch relativ schnell unterwegs. Wir fighten schon die ganze Zeit gegen Hamilton. Wir haben durch einen Bug, also haben wir leider die Führung, also die Position an Hamilton abgeben müssen. Beschissen Boxenstopp, big scheiß Bug. Haben wir 3 Sekunden verloren, was uns im Endeffekt quasi die Position gekostet hat. Sonst wären wir jetzt auf Position 4 mit Bottas. Ja, gut. Macht halt nichts. Battery ist gleich alle.
overtake. All good. Okay, Valtteri, you can go to mode charge. Copy. Good overtake, Sean. Joe's and Russell vorbei. Nice. Eine Position gut gemacht von Alfa Romeo. So, wir lassen es hier ein bisschen abreißen durch die Batterieaufladung. Nur noch im DRS-Fenster bei Verstappen drin. Der ist aber noch aus. Oh, charge. Copy. DRS enabled. Ist schon ein großer Unterschied, ne? Was die Batterie ausmacht. Wir laden die noch ein bisschen und dann werden wir sie zumindest zum Einsetzen freigeben. Ja, total braucht er die auch, also nimmt er die auch. Das Beschleunigen aus dem Kurve raus. Mal gucken. So, der ist active. Wir saugen uns ein bisschen an Hamilton ran. Verstappen vorbei an Hamilton. Das war klar, dass Hamilton das nicht halten kann. Jetzt geht's halt, ne? Hamilton zu überholen. Gleich. Sieht mit dem Reifen aus. Sieht gut aus. Hamilton kontert. Wird sich also nicht geschlagen. Ja, Verstappen hat einen Schaden gehabt, ne? Verstappen hat auch einen Unfall gehabt. Man weiß nicht, wie weit das Fahrzeug jetzt beeinträchtigt ist. Der ist nämlich, ich glaube, Sainz hinten drauf gerutscht. Oder Leclerc, ich weiß es nicht. Einer von beiden. Ja, das mit der schnellsten Runde aktuell noch. Müssen noch ein bisschen die Reifen im Auge behalten. Sah aus, was hinten dran an Bottas. Schönes Überholmanöver von Verstappen. Sehr gewagt. Aber gut, das können wir nicht anders nehmen. Oh, DRS. Oh, DRS. Oh, DRS. Oh, sauer. Sauer. Hieß sich auch ran. Und uns hier an die Dreiergruppe hier.
Wie ist mit deinen Reifen aus, Brudi? Kannst nicht mehr allzu lange pushen, ne? Ich mal auf Standard. Ist sowieso auf dem Game unterwegs, dass wir sowieso das Tempo mitgehen können eigentlich hier. Natürlich nicht ungefährlich, ne? Was hier so alles passiert. Ein Fehler, das könnte vorbei sein. Sehr gut, wir sind schon mal an Hamilton vorbei. Nice, da ist er. Kommt das, was wir erreichen wollten. Nice move. Und nochmal DS für Verstappen. Alfa Romeo einen Platz gut gemacht. Letzte Runde Bottas, Brudi. Good job. Alfa Romeo hat gerade einen Platz gut gemacht. Reifentechnisch sieht es aber noch gut aus. Er kann noch pushen. So sah aus an Hamilton ran. Allein die Reifen müssten aber rein theoretisch reichen. Wir können noch ein bisschen aggressive stellen. Push hard now. Wir können noch ein bisschen aggressive stellen. Vielleicht kommt auch noch Joe vorbei an Hamilton. Das wäre natürlich fantastisch. Ob wir gegen Verstappen halten können, unwahrscheinlich. Ja, gut. Bitte ein bisschen mehr laden hier. What was that? We are P5. Go to mode charge. Okay. Oh, Joe hat da Hamilton gerade ausgebremst, oder was? Good job. Good job, Joe, good job. Hamilton wird nicht amused sein. Eine Position gut gemacht von Alfa Romeo. Wird not amused sein. So, Reifen sehen noch okay aus. Die müssen wir wieder auf Ordner gehen. Er will natürlich immer noch im Fenster, ne? Im DRS-Fenster. Ja. So, wir geben mal die Erlaubnis, Joe mal hier mit dem ERS zu verteidigen. Frage, kriegen wir Verstappen vielleicht noch? Das ist die Frage. We have no ERS. Copy. Charge on. So, Bottas vorbei. Bottas vorbei an Verstappen. Good job. Verstappen hat definitiv die schlechteren Reifen, wie wir sie haben. Wir werden trotzdem erstmal ein bisschen sparen. We need to get these tires to last. Wir kommen so langsam an die Grenze mit den Reifen, wo wir halt überpushen können. Mal gucken. Ich aufgrund der schlechteren Reifen, ja, weil ich würde noch Verstappen, wie ich Verstappen kenne, würde er noch einen Versuch machen, anzugreifen, definitiv.
definitiv nochmal tryharden. Aber auch Hamilton ist natürlich dran an Joe, ne? Das ist. Ja. Das ist auch noch nichts in trockenen Tüchern. Und Verstappen vorbei an Bottas. Süß, wie Bottas stöhnt. Red Bull hat einen Platz gewonnen. Er hat ziemlich hart auf Halt hier, ne? Zwischen den Vieren. Verstappen, Bottas, Joe und Hamilton. Und Russell ist auch noch hinten dran. Mal gucken, was hier reicht mit DRS, hier an Verstappen vorbeizukommen. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus, Freunde. Ein bisschen haben wir noch auf dem Gummi. Wir haben 3 Sekunden auf Joe. Joe bremst da so ein bisschen ab da hinten. Das finde ich nice. Also wir müssen uns nur um Verstappen kümmern, gerade. Fucking schnell, ne? Latifi. Schon fucking schnell der Red Bull, ne? Das mit DRS kommen wir doch nicht ran. Jetzt aber. Ja, wir haben die besseren Reifen. Wir haben die besseren Reifen mit Verstappen. Verstappen kann sich das nicht ewig leisten. Diesen Fight hier. Nice work. Mode charge. Hamilton überholt Joe. Nein! Joe, was hast du gemacht? Oh! Kannst noch ein bisschen. So, you can push a bit more. Copy. Oh. Was ist da passiert? Eine Sekunde schon hinter. 1,4 Sekunden hinter ihm. Oh. So, wir haben Verstappen immer noch am Arsch kleben. Und technisch sieht es gut aus. Gut, tatsächlich. Aber mehr als verballern können wir nicht mehr, ne? Also. Wir fahren schon fett. So, Joe, deine Reifen müssen wir echt. Ja, ich befürchte, Joe kann nicht mit Hamilton mithalten. Hat aber Russell hinter sich. Hat Verstappen jetzt auch gegeben? Kann das sein? Hat Verstappen das jetzt aufgegeben? Vielleicht nicht. Vielleicht kommt er vorbeigeschossen. Wir sind currently P8. Ah, Russell ist vorbei an Joe. Fuck. Oh, Norris ist hinten auch noch dran. Joe, was machst du denn für ein Quatsch? Mercedes hat einen Platz gut gemacht. Was ist das für ein Quark, ey? Ne, Norris ist gar nicht dran. Norris ist 7 Sekunden weg. Alles gut. Na gut, mit dem Mercedes kann Joe anscheinend nicht mithalten. Mode Race? Yep. So, nehmen wir ein bisschen Energie an Bottas frei hier.
die Reifen denn aus bei Verstappen? 52% zu 57%. Ja. Wir haben definitiv ein bisschen Vorteil. Russell hat den besten Reifen von uns. Und Joe hat die schlechtesten gelben Reifen tatsächlich. Aber Joe müsste es eigentlich reichen. Ja, spannend, ne? Aber es ist halt zum Schluss noch spannend geworden. Wenn wir Platz 4 halten können, wäre es die zweite, vierte Positionierung hintereinander. Dann haben wir Platz 4 mit Bottas, das wäre schon fantastisch. Und wenn Joe Platz 8 halten kann, bin ich auch mit zufrieden. Bin ich jetzt nicht abgeneigt. Im ersten Rennen hat er Platz 10 gemacht, im zweiten Platz 8, das wäre okay. Wäre ich mit einverstanden. Absolut. Für die nächste Session, ich werde mir gleich was zu essen machen nach dem Rennen. Vielleicht schafft man noch eine Session. Während ich esse, kann ich dann offstream das Training machen. Und dann machen wir onstream, dann core ich mal im Rennen. Cool, ich bin voll im Manager-Fieber gerade. Wie hab ich gecatcht? Ich vermute mal, Verstappen wird nochmal versuchen anzugreifen. Kurz vor Schluss, kann ich mir gut vorstellen. So, wer hat da gebabbelt? Da haben die Räder blockiert. Joel. Sehen wir uns das genauer an. Sehen wir uns das an. Es ist Lance Stroll. Tja, das ging daneben. Die Räder blockieren. Ja, Lance Stroll. Nach oben geht noch für Joe. Ja, das Problem sind die Reifen. Er wird sowieso quasi auf dem Zahnfleisch ankommen. Ja, 52% sind echt nicht mehr ganz so gut, die Reifen bei Joe, ne? Auch wenn es gelb ist. Rein theoretisch schneller als die weißen, aber in dem Zustand nicht mehr ganz so geil, die Reifen. Ob das 53%, 48%, das Zappen. Also viel geht da nicht mehr mit den Reifen. Sagen wir mal ehrlich, viel geht da nicht mehr. Bei Valtteri würde noch ein bisschen was gehen. Theoretisch. Und Joe ist jetzt na gut, eine halbe Sekunde hinter Russell. Vielleicht schafft das sogar mit DRS an Russell noch vorbeizuziehen. Fantastisch. Das wäre auf jeden Fall fantastisch. Reifentechnisch will ich ihm nichts mehr zumuten. Schauen wir mal. He was overtaken. Copy. Sehr gut. Good overtake, Sean. Good overtake, Joe. Good overtake. Russell wieder vorbei an Joe. Mercedes rückt um einen Platz vor. Sehen wir uns das mal an. Sehen wir uns das mal an, was ist denn da passiert? Schauen Sie sich den Mercedes hier an. Ja, der Mercedes ist einfach auf der Geraden, einfach mit DRS, ne? Schlagbar, wo man sehe kein DRS gerade, aber wird wahrscheinlich welches gehabt haben. Einen Platz nach vorn. So, die wichtigste Frage ist halt Bottas, ne? Bottas gegen Verstappen. Ja, das zweite Mal übrigens, dass wir Verstappen schlagen auf der Strecke. Schon in Bahrain haben wir Verstappen geschlagen. Aber da hat auch ein bisschen Pech gehabt, glaube ich. Thank you.
Sehr gut, Joe. Sehr gut. Ich lass mal. Ja. Battery ist alle. Bringt halt nicht so viel, ne? Der überholt uns halt ständig auf der Geraden. Wir müssen das mal abpassen gleich mal, dass wir ihn auf der Geraden. Nein! Der Sacksack. Schaut schon. Der Sacksack, der. Copy. Gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Sag ich euch. Hat das auch mal probiert? Charge off. Copy. Ah, Joe schon wieder fast eine Sekunde zurück hinter Russell, ne? Mal gucken. Gucken, was hier noch bei Bottas geht. Jetzt sind 40% zu 42%. Ah, jetzt geht sogar ohne Batterie. Sehr gut. Nice. Bottas, nice. Nice work. Einfach nur mit DS auseinandergemöselt. Alfa Romeo hat gerade einen Platz gut gemacht. Oh, Joe ist schon wieder auf Russell vorbei. Wie konnte das denn passieren? Sehen wir uns die Wiederholung an. Sehen wir nochmal hin. Auf der, da okay. Haben wir auf Ziel, Joe. Auf der Startziel gerade. Okay. Ja, also wir können das auch, ne? Mit DRS. Wir können das auch mit DRS, Freunde. Ja, wie gesagt, bei den Reifen ist nicht mehr viel Luft. Joe wird kritisch werden. Und Bottas hat noch ein bisschen, könnte noch ein bisschen versuchen, hier vielleicht noch ein bisschen zu pushen. Ja, ein bisschen. Ja, du Schwein. Ist seine Lieblingsstelle zu überholen, ne? Seine Lieblingsstelle. Aber 4,3 Sekunden auf Hamilton, also selbst wenn wir gegen... Red Bull hat einen Platz gewonnen. So schnell auf einmal. It's 4 laps to go. Warum bremst denn da ab? Das ist doch lächerlich. Mercedes hat einen Platz gut gemacht. Copy that. Joe wieder Position verloren. Ich stehe durch da. Ne? Dürfte eigentlich nah genug dran sein, um mit der ersten noch vorbeizukommen. Oder?
That will be 3 laps to go. Copy. Nicht ganz. Wenn wir das richtig timen, kriegen wir es vielleicht noch in der letzten Runde hin. Mal gucken. Ja, das ist Verstappens Stelle gewesen, wo das jetzt überholt hat. Okay, nice. Nice. Die Stadt-Siegerade müssen wir noch ein bisschen. Sieht aus, als hätte Alfa Romeo einen Platz gut gemacht. Die Räder blockieren und der Wagen fährt geradeaus. Leclerc, ja. No overtake. Copy. Mode charge. Copy. So, drop away and Russell. Charge on, charge on. Copy. 2 laps to go. Odd ways. Copy. Copy that. Komm schon, Bobby. Komm schon, Brudi. Der hängt uns so im Nacken, ne? Scheiß Verstappen, ey. Enge Kiste wird das. Enge Kiste. Nein, wir boxen nicht. Spannend. Currently P8. So, mit Battery ein bisschen was rausgeholt hier. Last lap. Was uns vielleicht nicht überholen kann. Der Verstappen. Ja, wie gesagt, Joe fährt auch. Joe fährt auf dem Zahnfleisch, aber hat trotzdem noch Russell überholt. Ich hoffe, das geht gut. Ich hoffe, das geht gut. Eine Position gut gemacht von Alfa Romeo. Letzte Runde, gib alles, Budi. Nein! Nein! Schwein. Das Schwein, das Dumme. Red Bull ist weiter vorne. Komm schon, Valtteri, komm schon. Give it to me, baby. Eine Batterie mehr. Wir sind vorbei. Platz 4. Ah, Joe leider 8er. Oder? Joe 8er. Schade. It was a good race. When you stop, just engine off. Auf der letzten Runde noch Verstappen geholt.
Thank you everyone in the engineers, everything for the hard work. Very good job again. Drive offline, save fuel. Bravo. No more overtake. Copy. Sehr gut gemacht, Valtteri, sehr gut. Hartes Rennen gegen Verstappen. Und gegen Hamilton zeitweise, tatsächlich. Ich glaube, Verstappen wird ein bisschen frustriert sein mit Bottas. Das ist schon das zweite Rennen, das er gegen ihn verliert. Aber Joe auf 8 ist auch schön. Gefällt mir. 7 wäre natürlich besser gewesen, aber gut. War mit den Reifen nicht mehr zu meistern. Ja, der einzige ausgefallene Wagen, Mick Schumacher. Er hat einen kleinen Crash gebaut. Norris knapp an den Punkten vorbeigeschraubt. Gasly, Tsunoda, wäre mehr drin gewesen wahrscheinlich. Ein recht passables Ergebnis von Valtteri Bottas hier. Recht passables, hallo? Was vier, Brudi? Dieses Wochenende lief es gut für Alfa Romeo, aber ich denke, sie werden vor dem nächsten Rennen genau überprüfen, was sie verbessern können. Ja, das war eine durchwachsene Leistung, aber es gab auch einige gute Momente. Für die Zukunft kann man jedenfalls einiges erwarten. Genau so ist es. Und sie beenden das Wochenende auf dem 3. Platz der Konstrukteurswertung. Und in der nächsten Runde meldet sich die F1 aus Down Under. Hier am Ufer des Albert Park. Australien. Das wird vielleicht nochmal. Das wird nochmal spannend, ne? Australien. Meine Lieblingsstrecke tatsächlich. Ja. Max Verstappen hat die beste Runde gefahren. Das heißt, wir kriegen das Pünktchen nicht. Aber haben wir auch niemandem versprochen. Fahrerwertung. Bottas festigt sich auf Platz 4 ein bisschen. Boah, Verstappen. Wohlgemerkt, vor Verstappen und zu Hamilton haben wir auch schon ein klein bisschen Vorsprung. Schön, schön. Joe mit 5 Punkten, 4 Punkte eingeheimst in diesen Rennen. Finde ich nice. Gefällt mir. Konstrukteure, Budi. Platz 3. Immer noch vor Mercedes. Plus 2 Punkte gegenüber Mercedes gemacht. Okay. So kann es weitergehen. So kann es weitergehen. Klar, noch immer noch kein Punkt. Schwierig, ne? Schwierig. Und wir konnten echt gut mithalten, ne? Also ganz im Ernst. Also overall waren wir 10 Sekunden hinter dem Führenden über das gesamte Rennen. Hallo Blacky. Okay. So, gesagt. Das ist absolut in Ordnung gewesen. Die Möglichkeiten, die wir mit Alpha hatten, haben wir, glaube ich, relativ gut ausgeschöpft. Gott sei Dank ist nichts passiert. Keiner ist kaputt gegangen. Keine Schäden. Von den Sponsoren kriegen wir auch ein bisschen Kohle. Immerhin 1,7 Millionen nach den Abzügen für die Boni. Ist okay. Absolut okay. So, Fertigung abgeschlossen, Aufhängung. Sehr schön. Aber jetzt wieder 4 Teile verfügbar. Ja, das nächste Rennen. Down Under. Wie gesagt, ich werde mir jetzt was zu essen machen. So, weitere Aufhängung. Sehr gut. Erwartungen wieder übertroffen vom Vorstand. So gehört sich das. Ja? So gehört sich das. So und nicht anders. So, wie sieht es eigentlich aus mit unserer Entwicklung? So eine Projekte. Der Unterboden. Noch 33 Tage. Okay. Dann kriegen wir einen neuen Unterboden. Mal gucken. Wird uns vielleicht ein bisschen helfen. Vielleicht können wir doch mehr Ingenieure reineiern, ne? So, 6 ist maximal gerade. Ja, alles gut. Ja, gut. Das soll es gewesen sein fürs Erste. Ich werde mir jetzt was zu essen machen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns später. Wie haben wir es jetzt? Wir haben es jetzt 4:30.
6. Also ich weiß nicht, ob wir ein Rennen schaffen. Mal gucken. Lass uns überraschen. Ich verabscheue mich für dieses Mal. Und eventuell bin ich dann später nochmal zurück. Mit Australien. Aber ich vermute mal, wir werden es heute nicht mehr schaffen. Hier schon. Wenn, dann morgen. Ne? Aber cooles Spiel. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich bin gespannt, wie das halt dann in der nächsten Saison dann wird, auf jeden Fall. Wie der Saisonübergang halt ist. Schauen wir mal. Gucken wir mal. Ne? Freunde, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch und einen schönen Nachmittag, schönen Abend. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen wieder.